Herzlich willkommen im Nachtcafé. Hallo zu Hause. Vielleicht hatten Sie zu Hause, danke schön, ja auch schon mal den Wunsch, wild und gefährlich zu leben, von einer hohen Klippe ins Wasser zu springen, politisch oder persönlich gegen Konventionen anzutreten. Wenn ja, haben Sie es gewagt? Was hält uns davon ab, Risiken im Leben einzugehen? Und andersrum, wann steht wild und gefährlich Leben nur für unverantwortlich Leben? Das ist unser Thema heute im Nachtcafé und wir reden darüber unter anderem mit Dominik De Lorenzo. Herzlich willkommen. Sie waren Mitglied der Rockerbande Hells Angels, haben früher ihr Geld als Türsteher, Zuhälter und Schutzgelderpresser verdient. Wie viele Jahre Sie dafür im Gefängnis gelandet sind und ob Sie heute als Familienvater immer noch wild und gefährlich leben, erzählen Sie uns heute im Nachtcafé. Herzlich willkommen, Dominik De Lorenzo. Sie, Schwester Benedikta, haben früher ein ganz normales bürgerliches Leben geführt mit Mann und 4 Kindern. Dann sind sie einer inneren Sehnsucht gefolgt und haben alles hinter sich gelassen. Heute leben sie einsam in einer verlassenen Schlucht. Warum macht sie dieses einfache Leben heute glücklicher? Das fragen wir Schwester Benedikta. Joe Kelly, einst berühmt geworden mit dem unkonventionellen Lebensstil ihrer Familie, der berühmten Kelly Family. Heute suchen sie ihre Herausforderung als Extremsportler und Abenteurer. Wie überlebt man beispielsweise 10 Tage auf einer einsamen Insel ohne Nahrung? Und wieso tut man sich das überhaupt an? Sie werden es uns verraten. Herzlich willkommen, Joey Kelly. Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Wenn einer in dieser Runde für dieses Lebensmotto steht, dann Sie, Andreas Altmann. Sie haben vieles ausprobiert im Leben, bis Sie Ihre Berufung gefunden haben. Heute sind Sie bekannt als Schriftsteller und Journalist. Einer der letzten Wilden, heute im Nachtcafé. Andreas Altmann. Die Rebellion ist Ihr Markenzeichen, Jutta Ditfurth. Schon als junge Frau lehnten Sie sich auf, damals gegen die eigene Familie. Später kämpften Sie gegen Atomkraft, waren Mitbegründerin der Grünen. Ein durch und durch politisches Leben. Warum Sie sich bis heute nicht anpassen, darüber sprechen wir im Nachtcafé. Herzlich willkommen, Jutta Ditfurth. Wie rebellisch ist die heutige Politikergeneration, Katja Suding? Sie gelten als modern, geradlinig, extrem ehrgeizig und als Hoffnungsträgerin ihrer Partei, der FDP, auf dem Weg nach ganz oben. Das ist weniger wild, wie Sie selbst sagen, beinhaltet aber stets die Gefahr, nicht mehr gewählt zu werden. Herzlich willkommen, Katja Suding. Professor Ronald Hitzler. Pünktlich, gesetzestreu und irgendwie spießig, das sagt man gerne über uns Deutsche. Warum träumen dennoch viele vom wilden Leben und davon, kleine Abenteuerhelden zu sein? Erklären Sie es uns. Wir sind gespannt auf Professor Ronald Hitzler von der TU Dortmund. Herzlich willkommen. Und Uli Emanuele, Sie träumen nicht nur vom gefährlichen Leben, Sie tun es einfach. Als Basejumper springen Sie in tiefe Schluchten, rasen mit einem Flügelanzug und Tempo 170 durch enge Felsspalten. Warum stürzen Sie sich immer wieder in dieses tödliche Risiko? Herzlich willkommen, Uli Emanuele. Herr Emanuele, fangen wir gleich an. Wovor haben Sie Angst im Leben? Von ihm. Vor ihm? Also vor Männern mit kräftigen Armen. Sonst irgendwo? Haben Sie Situationen, in denen Sie Angst bekommen? Ja. Jetzt zum Beispiel. Fernsehen. Also vor Situationen, die Sie noch nicht so kennen. Ja. Was ist ein Basejumper? Ein Basejumper ist ein Fallschirmspringer, der aber von fixen Objekten springt. Und was das genau bedeutet, das sehen wir jetzt so in 12, 13, 14 Sekunden. Sie haben den Mund auf. Herr Kelly, Sie sind ja vieles gewohnt. Könnten Sie sich vorstellen, das zu machen? Nein, das ist Wahnsinn. Was der junge Mann macht, ist respektabel, aber lebensgefährlich.
Was war das eigentlich? Was haben Sie da gemacht? Das ging ja so schnell, man hat es gar nicht genau begriffen, was da passiert ist. Ja, ich bin von diesen Felsen gesprungen und einfach mit meiner Wingsuit in dieser Spalte reingeflogen. Sie haben so einen Wingsuit dabei, einen Flügelanzug. Ja. Zeigen Sie uns mal kurz, wie der funktioniert. Wir stehen mal einfach auf damit. Ja, so. Also Sie gehen da rein. Wingsuit? Ja. Genau, mit den Armen. Ich halte das hier mal so. Ich gehe so. Ja, und damit, das ist sozusagen dann Ihre Spannweite. Ja, der Flügelanzug. Ja. Ungefähr 1,80 Meter. 1,80 Meter, da gehen Sie dann so rein. Okay. Ich so. Da habe ich die Beine drinnen. Ja, und das saugt sich da noch voll Luft hier? Ja, irgendwie? Es sackt. Ja? Jetzt ist keine Luft drinnen. Die ersten 3-4 Sekunden springe ich, ist keine Luft, da falle ich fast. Dann geht die Luft rein, da sind alles Kammern drinnen. Und da kann ich anfangen zu fliegen. Okay, können Sie ruhig wieder ausziehen, das wird sonst ein bisschen warm hier, Herr Emanuele. Aber trotzdem gleichzeitig die Frage, diese Felsspalte gerade, die war 2,70 Meter. Wenn Sie die Arme ausbreiten, sind es 1,80 Meter. Okay, Sie haben sie vielleicht nicht ganz ausgebreitet. Richtig. Aber ist das nicht wirklich todesmutig? Da sind ja vielleicht noch 50, 60 Zentimeter an jeder Seite. Nein, diesen Sprung habe ich vor 3 Jahren eröffnet. Ich hatte gleich diesen Loch gesehen. Und wenn ich es ohne Erfahrung vor 3 Jahren gemacht hätte, da wäre es lebensmüde gewesen. Aber ich habe 3 Jahre gewartet, ich habe trainiert und ich habe es erst gemacht, wenn ich wusste, okay, jetzt kann ich es 100%. Das ist leicht für mich. Leicht? Also ja. Sie hatten noch nicht mal weiche Knie, als Sie dann da zum ersten Mal durch sind? Weiche Knie habe ich oft, aber das ist normal. Und ich hatte weichere Knie in andere Sprünge, mehr als in diesen Sprung. Schwester Benedikta, ist das mutig oder ist das dumm, so ein Risiko einzugehen, selbst wenn er es nicht als Risiko begreift? Ich bewundere ihn. Sie bewundern ihn? Ja. Wofür? Für den Mut, sich zu überwinden auch. Mhm. Doch. Erkennen Sie den Sinn in solch einer Aktion, Frau Ditfurth, sowas zu machen? Mir ist das wahnsinnig fremd. Ja. Mir ist das fremd, wobei ich sagen muss, damit es jetzt nicht selbstgerecht klingt, ich bin ziemlich leichtsinnig, wenn ich im Meer bin und mache Sachen, die man nicht tun soll. Aber das halte ich eher für eine Macke und für ein bisschen idiotisch bei mir selber. Deswegen möchte ich andere Leute Tätigkeiten lieber nicht beurteilen. Aber mir wäre mein Leben zu wertvoll. Ich hätte Angst, irgendwann passiert eine kleine Abweichung. In der Luft, im eigenen Verhalten, im Zustand und dann ist man tot. Das ist auch bei mir so. Ich habe ja auch Angst und ich liebe Leben. Und, ja, okay. Aber trotzdem, deswegen versuche ich auch zu trainieren. Ich versuche jeden Tag zu springen. Ja, das, wie bitte? Ist das ein Training gegen Angst? Nein, die Angst hat nicht viel zu tun. Da ist wirklich alles die Technik dahinter. Also Sie planen es strategisch, ja? Sie versuchen immer besser zu werden, sodass das Risiko gering ist. Ja. Aber trotzdem, wenn jetzt Sie eine Windböe erwischt, ist es doch vorbei, oder? Ja, aber zum Beispiel mit Wind, wenn das Wetter nicht gut ist, kann man nicht springen. Mhm. Ich habe diesen Sprung, ich bin 4-mal durch dem Loch geflogen, um die ganzen Videos zu haben, weil ich nicht genug Kameras hatte. Ich hatte nicht genug Kollegen, die mir halfen. Und in jedem Sprung, da musste ich jedes Mal um 4 Uhr aufstehen, wandern, 4-5 Stunden. Und da ist viel Arbeit hinten. Und du kannst es nur machen, wenn es wirklich im richtigen Moment. Warum suchen Menschen, Herr Hitzler, solche Momente, diesen richtigen Moment, diesen extremen Moment? Was treibt die Leute dahin? Ich frage mich das im Moment auch, weil es mir unvorstellbar ist, so etwas zu machen. Aber ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, wenn Herr Emanuele kein Gottvertrauen hat, auf was vertraut er denn eigentlich? Also ist das tatsächlich Kenntnis dieser Technik? Was steckt dahinter, dass er so ein Ding durchfliegt und das mehrmals? Also es ist sehr bewundernswert. Also warum macht man das? Man macht es natürlich mangels wichtigerer Dinge, die man machen muss, gesellschaftlich. Wir haben eine ziemlich sichere Gesellschaft und um nicht zu sagen eine Versicherungsgesellschaft. Und in solchen Gesellschaften bekommt man Freiräume, Dinge zu tun, die nicht lebensnotwendig sind, die auch nicht notwendig sind, damit die Gesellschaft funktioniert. Die Gesellschaft ist so gebaut, inzwischen unsere Gesellschaft, dass wir Menschen
ermöglichen, so etwas zu machen, und gleichzeitig werden sie für uns zu bewundernden Figuren. Also das merkt man ja durchweg alle. Ja, ja, es ist auch dieses Fragezeichen trotzdem da. Was treibt ihn da an? Was fasziniert ihn daran? Deswegen, während wir noch weitere Bilder sehen, beschreiben Sie mal, was Sie daran fasziniert. Ist es dieses Gefühl zu fliegen? Geht es um Mut? Geht es um Kontrolle? Worum geht es dabei? Das Schöne ist für mich, dass es ist ein... Ich bin einfach frei, ich kann machen, was ich mag, ich kann, es ist nicht nur der Sprung, es ist nicht nur Adrenalin, wie die Leute denken, das Schöne ist das Wandern, ich reise die Welt, ich sehe verschiedene Plätze, verschiedene Orte. Und das Allgemeine ist schön. Ja, das wollte ich auch gerade sagen, verreisen kann man auch anders. Und der Sprung ist das Top, aber das alles zusammen ist das Schöne. Sie sagten mal, dass er, es ist doch ganz sinnlos, sagten Sie. Ich glaube, der einzige Sinn im Menschenleben ist ja, dass er das tut, was ich liebe. Mhm. Und er liebt das. Und deshalb hat es Sinn. Einen anderen Sinn gibt es nicht. Und deshalb hat er recht. Ja, das ist so. Das erste Mal, dass ich durch ein Loch geflogen bin, habe ich nichts in niemand gesagt, kein Sponsor, nichts. Ich habe es einfach für mich gemacht. Und dann habe ich gesehen, okay, bin das erste Mal durchgeflogen, habe gesagt, okay, da könnte ich ein Projekt machen. Und dann habe ich angefangen daran zu arbeiten. Und wie Sie sagen, Herr Altmann, um den Sinn zu verstehen, vielleicht versteht man es noch besser, wenn wir Ihr Leben ein bisschen kennenlernen. Sie haben als Drucker gearbeitet und haben dann aber vor 5 Jahren komplett damit aufgehört. Warum? Ja, vor 5 Jahren habe ich gesagt, okay, in Italien, da kann ich nur Wochenende springen, das geht nicht, das ist zu wenig trainiert. Ich mag besser werden, ich mag mehr springen. Ich habe gesagt, okay, jetzt gehe ich in der Schweiz. Meine letzten 4 Jahre, ein halbes Jahr, habe ich in der Schweiz gewohnt. Da habe ich als Tellerwascher gearbeitet und einfach in der Küche geholfen, was ich machen musste. Aber ein Restaurant auf dem Berg. Mhm. Und dort konnte ich jeden Tag nach Hause springen, nach Hause fliegen. Also deswegen war es, ich wohnte im Tal. Ja, das hat noch einen Zweck. Ich wohnte im Tal und da konnte ich immer... Das klingt schon mal logisch. Aber hatten Sie dieses alte Leben auch einfach satt? Also war Ihnen das zu normal? Hat Ihnen das einfach nichts gegeben? Haben Sie sich zu wenig lebendig gefühlt? Na, ich wollte einfach mehr machen, was ich liebe. Was ich machen mag. Und das ist die einzige Chance. Mhm. Leider in diesem Sport ist nicht wie Fußball und so. Viele Leute denken, das ist gar nicht ein Sport. Mhm. Die denken einfach, wir sind Spinner. Und deswegen ist es schwer. Und meine Chance, die einzige Möglichkeit, die ich hatte, war einfach in der Schweiz gehen und als Tellerwascher oder in einem Restaurant zu arbeiten, um das zu machen. Auf YouTube haben jetzt schon rund 4 Millionen Menschen sich das angeguckt. Schaffen Sie da auch Nachahmer, vielleicht auch Nachahmer, die Sie gar nicht wollen, weil Sie nicht genauso an die Sache rangehen wie Sie? Ich hoffe, wenn Leute, die das Gleiche machen wollen, dass sie verstehen, aber wie ich es gemacht habe. Mhm. Dass ich die 3 Jahre gewartet habe, bevor ich ready war. Und meine 45 Stunden hochlaufen. Und das ist alles langsam, langsam. Man lernt es langsam, langsam. Wenn die anderen es auch so machen, dann ist es gut. Sie sagen ja auch, Sie haben diese Leidenschaft, aber andere wollen vielleicht nur den kurzen Ruhm. Es gibt viele, die bei diesem Sport, den Sie auch als Sport begreifen, auch ums Leben gekommen sind. Ich glaube, alleine 35 in der Region, die Sie gerade beschrieben haben. Es gibt jemanden, der dort als Landwirt arbeitet, der gesagt hat, ich sperre diese Zone jetzt, weil da eine Leiche nach der anderen bei mir da auf dem Grund und Boden liegt. Ist es ein Problem, wenn jemand so einen Trend setzt, dass zu viele draufspringen und es einfach auch Leute mitzieht, die das nicht durchdringen? Was es bedeutet? Ich denke, das Argument, das Sie jetzt bringen, ist genau das Argument dafür, eine Versicherungsgesellschaft zu haben. Also was Sie sagen ist zu vernünftig. Er macht etwas, er kümmert sich um die Frage, ist das wagemutig oder ist das todesmutig oder was tue ich? Er lernt das, er kennt die Technik und natürlich kriegt er Nachahmer. Wir alle kriegen Nachahmer. Ja. Es gibt Leute, die können mit einem Auto, mit einem Rennauto mit 350 fahren und dann gibt es Leute, die probieren das dann auf der Autobahn auch. Ja. Es sind Nachahmer. Aber sollten wir denen, die es tun, verbieten, es zu tun, weil es andere Menschen gibt, die nicht darauf achten, ob sie es auch hinkriegen? Also letztendlich, wir leben in einer Gesellschaft, in der wir sehr viel Wert auf Individualität legen
und erhofft die Möglichkeit, uns zu verwirklichen. Und dann muss man bereit sein, wenn man sowas macht, Risiken einzugehen. Dann frage ich ganz individuell weiter. Wie wird so Ihr weiteres Leben aussehen? Können Sie sich vorstellen, Familie zu haben oder Kinder zu haben? Nein, Familie mit ich würde nie Kinder haben. Wenn ich ein Kind hätte, dann würde ich aufhören mit so einem Sport. Ich glaube, wenn du dann, ja, beides ist nicht gut. Und wenn Sie das so fortsetzen, sagen Sie Base Jumping forever? Also können Sie sich das auch vorstellen, noch mit 50, 60 und älter zu machen? Ja, sicher. Also das ist einfach Ihr Ding? Ja, das ist das Schönste. Ich habe eine Frage, bitte. Hm? Erinnerst du dich an einen Augenblick in deinem Leben, wo das gekippt ist, wo du was anderes tun wolltest? Gab es irgendein entscheidendes Erlebnis? Noch nicht. Hast du einen Film gesehen? Nein, dass du dich zu dem Base Jumping entschieden hast. Hast du einen Film gesehen? Hast du ein Vorbild gehabt? Hast du ein Buch gelesen? Irgendwas? Was war da? Mit 16 Jahren habe ich angefangen Skydiving, Fallschirmspringer. Mein Vater war Fallschirmspringer. Man muss Fallschirmspringen, bevor man Base Jumper wird. Und das hat mir so, das gefiel mir wirklich. Und ich wollte Profi werden in Fallschirmspringer. Aber das Problem ist, Fallschirmspringen ist sehr teuer. Man muss reich sein. Ich habe es versucht, aber das war unmöglich. Und dann habe ich einfach, hey, ich mag springen, wie soll ich machen? Ich habe mich umgeschaut und habe gesagt, ich wohne in der Mitte von den Bergen. Fangen wir mit Base an. Da brauche ich kein Geld mehr, da brauche ich niemand mehr. Da brauche ich nur meine Beine und hochlaufen. Und ich entscheide was über alles. Herr Kelly, wenn Sie ihn hören, was verbindet und was trennt Sie von dem, was Herr Emanuele macht? Verbindet, ich glaube, das Abenteuer, das, was er erzählt, dass es das Ganze, sage ich mal, ist, nicht nur den Sprung selbst. Mhm. Und was trennt, ist der Gefahr. Weil es gibt einen Kollegen von ihm, der auch ein Weltmeister, der sagte, ein Basejumper hat eine Lebensdauer von 6 Jahren. Wir sind entweder schwer verletzt, tot, oder hören auf. Und es ist ein faszinierender Sport, aber es ist einfach lebensgefährlich. Dieser Sprung, der erste, der durch diesen Loch durchfährt, ist einfach absolut Wahnsinn. Aber wenn nur ein kleiner Fehler passiert, ist man tot. Es ist vorbei, das Leben. Und deswegen, ich finde es respektabel, dass er sagt, er hat entschieden, dass er keine Kinder haben will, solange er Basejump macht, weil er weiß selber, er hat bestimmt genügend Kollegen, die nicht mehr da sind. Kommen wir zu Ihnen. Sie riskieren jetzt nicht Ihr Leben, aber Sie gehen auch in Richtung Extremabenteuer. Sie sind ja bekannt geworden durch die musikalische Kelly Family, das haben, haben wir alle im Kopf. Wie haben denn Ihre, oder reagieren auch immer noch Ihre Geschwister auf das, was Sie so machen? Nee, die reagieren gar nicht mehr. Die können das eigentlich gar nicht mehr verfolgen. Meistens ist es so, dass die halt dann sagen, ja, Joy, meine Nachbarin hat gesagt, du warst wieder irgendwo in der Wüste. Ich sage, ja, schon wieder. Ne? Und dann hat sich das Thema auch erreicht. Die ersten 2 Jahre, als ich dann halt das Thema Abenteuer und Ausdauersport für mich entdeckt hat, klar, haben die sich alle interessiert, was für eine Marathonzeit und welche Wüste und welche Platzierung. Und irgendwann war es einfach zu viel. Ne? Am Anfang war es für mich auch selbst eine Euphorie, ein Ausgleich, ein Ventil zu das, was ich früher gemacht habe als Musiker und in der Firma halt noch ein bisschen für meine Geschwister und Vater gearbeitet habe. Und es war optimal. Und irgendwann habe ich gemerkt, das brennt. Ich mache das seit 18 Jahren, bald 20 Jahren. Und ich merke, das ist einfach Wahnsinn. Das ist gleiche Beschreibung. Das Gesamte, nicht nur das Einzel. Klar, das tagtägliche Training, heute Morgen 20 Kilometer zu laufen, das ist reines Disziplin. Mhm. Das tut weh. Also ich würde am liebsten nur 3-mal die Woche laufen gehen und nicht jeden Tag. Ne? Aber wenn ich dieses Ziel schaffen will, dann muss ich dafür überhaupt was tun. Ne? Holen wir uns ein paar Bilder dazu. Joey Kelly und sein manchmal doch extremes Leben. Er rennt. Er klettert. Er kämpft. Unermüdlich. Andere kippen um. Der Extremsportler und Abenteurer Joey Kelly schafft es ins Ziel. Bislang immer. Darauf ist er mächtig stolz. Berühmt wurde Joey Kelly einst mit der Kelly Family. 20 Millionen Tonträger verkaufte der musizierende Familienclan mit irischen Wurzeln. Sie lebten im Doppeldeckerbus, im Hausboot, sogar im eigenen Schloss bei Köln. Statt der Musik spielt aber längst der Extremsport die erste Geige in seinem Leben. Das Motto des Familienvaters, No Limits, keine Grenzen.
So marschierte er bei minus 40 Grad bis zum Südpol. Er durchlief die Hitze der Sahara und überlebte schon mal 10 Tage lang ohne Proviant im tropischen Dschungel. Joey Kelly, ein Mann immer auf der Suche nach dem nächsten Abenteuer und der nächsten Dosis Adrenalin. Also ganz wild war es mit der Kelly Family. Ich meine, man muss sich vorstellen, es war eine moderne Zeit, die 90er Jahre. Ne? Und wir waren als Familie, wir haben auf dem Bus gelebt oder dann später auf dem Hausboot. Wir haben europaweit gereist. Keiner von uns war, sag ich mal, sässig. Wir waren Illegalen. Wir waren wirklich, kann man sagen, Zigeuner. Ne? Wir haben gelebt. Keiner von uns war jeweils in der Schule. Ich habe überhaupt keine Schulausbildung, gar nichts. Wir haben gar nichts gelebt, wir haben nur das Leben selbst gelebt. War Ihre Leidenschaft eigentlich die Musik, wenn Sie schon... Nein, es war nicht... Nein. Also die Musik ist ein Handwerk, wie alles andere, man kann das lernen. Ne? Mhm. Und die Leidenschaft, Sport auf jeden Fall, das Thema halt... ja, ich habe gerne immer in der Firma gearbeitet, halt das Thema halt einfach Organisation, Backoffice. Und Musik war nicht die Berufung, weil wenn das die Berufung wäre, dann hätte ich nach... Sag mal, Kelly Family vorbei war, vor 10, 12 Jahren, hätte ich dann weitergemacht. Aber das braucht kein Mensch, ich auch nicht. Also ich würde meine eigene Solo-Musik nicht kaufen. Deswegen will ich es auch ein antun. Das ist doch eine ehrliche Aussage. Es gibt immer wieder Leute, die mich fragen, so, bringt noch eine Solo-Party. Also, wer braucht den Scheiß? Kein Mensch. Und deswegen muss man halt das tun, wofür man brennt. Wenn Sie sagen, diese Kelly Family, das war so wild, das war wild. Ja, hätten Sie sich da manchmal auch ein bisschen mehr normales Leben gewünscht? Nein, auf keinen Fall. Ich meine, es ist ein Geschenk, dass ich dazu gehörte und dazu geboren war. Das war Wahnsinn. Wir waren, sag mal, mein Vater war extrem und auch wild, aber kontrolliert. Ne? Mein Vater war sehr streng. Ne? Man muss sich vorstellen, meine Mutter ist 82 gestorben. Mein Vater ist fast die letzten 20 Jahre alleinerziehend geblieben. Ne? Und wir hatten nichts. Wir waren bettelarm. Wir haben auf der Straße 18 Jahre gelebt. Wir haben hier in Baden-Baden, überall, bundesweit, europaweit auf der Straße gespielt. Ne? Und geglaubt, dass wir eines Tages Erfolg haben werden. Wir hatten ein ganz klares Ziel vor Augen. Mhm. Ne? Mein Vater war ein Mensch, der wirklich es geschafft hat, uns jeden Einzel das Gefühl zu geben, dass ohne uns die Sache auch nicht geht. Und dann ist das Ding ja auch hochgegangen. Das irgendwann Ding. In den 90ern, 94 ging es dann richtig ab. Da waren Sie 21, 22. Ja. Erfolg, Auftritte, also unglaublich, ja. In aller Munde, haben Sie dieses Starleben, das war's ja, genossen oder war das Stress für Sie? Die Zeit davor war, sag ich mal, auch Stress, aber auch, wir waren ein starkes Team, sehr stark. Ich meine, 18 Jahre auf der Straße zu überleben, ist auch extrem und auch wild. Aber wir waren halt überzeugt und besessen und vollkommen übermotiviert. Wir haben geglaubt und erzählt auf der Straße, vor kein Mensch gespielt, dass wir eines Tages ein Stadion mit 50.000 Menschen füllen werden. Ne? Dass der Glück auch 94 gekommen ist, und der Durchbruch, ne? Und dann mit das ein Album Over the Hump, der europaweit 7 Millionen Platten verkauft hat und dann 20 Millionen insgesamt, 300 goldene Platten, jeden Award, den man sich vorstellen kann, hätten wir auch nicht mit der Extreme auch vorgestellt. Also richtig von Straße und ein Jahr später in Stadion gespielt. Ne, vor 50.000 Menschen. Also das muss man ja erst mal zusammenkriegen, oder? Der Zeit Erfolg war interessant, das erlebt zu haben. Ne? Und nach 6, 8 Jahren, ne, der Erfolg, der macht auch einen Mensch kaputt. Wenn man halt nicht mehr kämpfen muss, nicht mehr, sag ich mal, für irgendwas lebt. Ne? Und der Erfolg von junger Mensch wissen wir alle. Und auch wir waren eine Familie und ein starkes Team. Und mein Vater und die Geschwister haben auf den anderen aufgepasst. Und das Einzige, was mich, sag ich mal, in der Zeit so die Haftung am Boden gehalten hat, war der Ausgleich im Sport. Okay, und warum? Das hätte ja auch Joggen sein können. Aber ja. Warum ist es dann immer schneller, höher, weiter, wilder geworden? Also ich habe immer gerne intensiv alles gemacht, was ich mache. Job, alles. Es war mir immer wichtig, halt einmal in meiner Form für mich selbst einfach Erfolg zu haben. Ne? Und deswegen habe ich dann halt den Ausdauersport für mich als Ausgleich zu dem Beruf als Musiker und Unternehmer in der Familie gelernt. Und dann habe ich dann halt den ersten Triathlon gemacht und habe im Ziel geschworen, weil ich Drittletzter war und habe überhaupt dafür nicht trainiert. Also ein Volkstriathlon. Jeder war ein Triathlon. Ne? Ich bin nach 100 Meter wieder zurückgeschwommen, ne? Weil ich nicht mehr konnte. Ne? Und habe geschworen, ich mache das nie wieder. Ne? Und nach dem Ziel, ich habe die letzten 300 Meter zwei ältere Menschen überholt. Und war im Ziel als Vorletzter oder Drittletzter. Yes. Habe geschworen, ich mache das nie wieder.
Mhm. Ne? Und knapp 20 Jahre später stehe ich hier immer noch und es macht immer noch Spaß. Frau Suding, was glauben Sie, was könnte die Leute daran faszinieren, das sich anzuschauen, wie er sich durch den Dschungel quält und zu sehen, Mensch, was macht er als nächstes, wo findet er Nahrung, etc. Was ist das Faszinierende wohl daran? Ja, vielleicht das Wohlbefinden, dass man selber auf der Couch sitzt und es gut hat. Ich weiß es nicht. Ich habe eine Frage, darf ich was fragen? Sagen Sie, Joey, haben Sie keine Angst, dass Sie als 50-Jährige dann einen Körper als Wrack durchs Leben bringen, weil sie ihn ja so belasten? Wir wissen von vielen Top-Sportlern, die dann kaputt sind. Nein. Bewegt sich das gar nicht? Nein. Also mein Ziel ist natürlich nicht mit 70 oder 80, wenn ich das leben darf, halt Ultramarathon zu laufen. Sondern halt, ich bin vor kurzem bei so einem Halbmarathon gestartet. Da stand so ein gut aussehender 60-Jähriger neben mir, dachte ich. Er sagte, Joey, ich bin vor 2 Jahren 70 geworden. Seit ich 70 bin, laufe ich keine Marathons mehr. Marathon ist ungesund. Das ist mein Ziel. Dass man so weit ist, dass man nicht süchtig ist. Es ist auch nicht schlimm, wenn ich zum Beispiel jemand bin, dass ich mal nicht körperlich wirklich fit bin und ein bisschen übergewichtig. Der Rainer Kallmund hat gesagt einen Satz, was auch richtig ist. Besser fett und fit als schlank und schlapp. So ist es. Es ist ja vollkommen klar, dass wir, sag ich mal, wenn wir Übergewicht haben, nicht ganz so schnell sind. Ist ja nicht uninteressant. Ich bin trotzdem körperlich fit, wenn ich mich bewegen kann. Ne? Und das ist entscheidend eigentlich. Und deswegen, das ist einfach eine Lebensqualität, die man, ich glaube, gut gebrauchen kann. Ich bin kein Prophet und bin hier nicht gekommen, irgendjemanden zu motivieren oder ein Ziel zu sagen. Man muss sich selbst motivieren. Man muss sich selbst motivieren und Selbstziele setzen. Nur jeder weiß, der sich bewegt, dass es gut tut. Willkommen zur Schwester Benedikta. Sie leben als Eremitin, also ganz alleine als Frau in einem Tal in der Schweiz, in einem kleinen Häuschen, muss man dazu sagen. Würden Sie auch sagen, das hat auch trotzdem was von etwas wildem, abenteuerlichem Leben, das, was Sie führen? Ich lebe in einer Schlucht. Mhm. Das ist ein bisschen abenteuerlich. Mhm. Ansonsten, ich bin sehr stadtnah. Ich bin eine stadtnahe Eremitin. Ja. Sie haben ja auch mal ein gänzlich anderes Leben geführt, ne? Ein bürgerliches Leben. Mhm. Sie waren zweimal verheiratet, haben 4 Kinder. Was haben die dazu gesagt, dass Sie jetzt da alleine in dieser Schlucht leben, weit weg von Ihnen? Also es war ein langes Ringen, auch viele Diskussionen und Gespräche in der Familie. Das ist nicht einfach so von einem Tag auf den anderen geschehen. Und es gab auch Zeiten, wo ich mich eingeübt habe. Das ist ganz ähnlich. Mhm. Man wird nicht einfach von einem Tag auf den anderen Eremit oder Eremitin. Heute sind die Kinder stolz darauf, aber es hat natürlich viele Fragen aufgeworfen. Muss man so extrem? Also ich finde mich wieder, das finde ich das Erstaunliche. Diese Leidenschaft auch, bei mir ist halt für Gott, mein Leben ihm zu weihen und ihm zu geben. Um dieses Ringen nachzuvollziehen, gehen wir einfach Ihr Leben mal so stückchenweise durch. Sie sind zur Welt gekommen als Franziska Siegel, in einer Pflegefamilie aufgewachsen. Und Sie hatten schon so als Kind und Jugendliche so eine andere Vorstellung vom Leben. In welchen Gedanken hat sich das geäußert? Ich denke schon, dass ich war bei den Diakonissen in der Sonntagsschule und die haben vom Heiland erzählt und wer die Menschen liebt. Das hat mich einfach gepackt, diese Fürsorge. Und haben Sie schon von früh auf aber gleichzeitig das Gefühl gehabt, es gibt Regeln, es gibt Konventionen, es gibt so eine Vorstellung vom richtigen Leben, der ich eigentlich auch zu folgen habe? In meiner Adoptivfamilie wurde ich bürgerlich erzogen, mit bürgerlichen Werten. Und da habe ich oft das Gefühl gehabt, das mag gut sein und hilfreich, aber irgendwie ist es mir zu eng, es stimmt wie nicht. Und für mich sind die Werte, die Christus für mich verkörpert, weitergefasst und sie betreffen mein Herz, das eigentlich die Liebe zu jedem Menschen. Dieser Stimme sind Sie aber erst ja nicht gefolgt. Sie sind erst diesen bürgerlichen Weg gegangen, in gewisser Weise als Fortsetzung der Werte, die Sie in Ihrer Pflegefamilie vermittelt bekommen haben, haben geheiratet, wie gesagt, 4 Kinder, sind Erzieherinnen geworden. Haben Sie in dieser Zeit dann irgendwann, Mutter zu werden, das sind ja alles auch besondere Ereignisse, das Gefühl gehabt, ausgefüllt zu sein? Ja, wie die Kinder klein waren, das war sehr schön, diese Fürsorge zu leben. Mhm. Aber ich hatte mein Leben lang irgendwie immer wieder das Gefühl, im falschen Film zu sein, um es einmal so auszudrücken. Mhm. Eigentlich erst heute, aber jetzt stimmt es, jetzt bin ich richtig. Also Sie haben so ein bisschen neben sich gestanden, im falschen Film, sich bewegt. Es,
Es war, also ich habe schon erzählt, als Jugendlich habe ich Dinge gesagt, aber es hat niemand erkannt. Ich habe da schon Dinge gesagt, wie klausuriert leben, halt ohne Telefon, ganz einfach, und dann spinnst. Und deshalb habe ich mich dann entschieden, einen bürgerlichen Weg zu gehen, weil, naja, was soll ich denn sonst? Und nach vielen Jahren Ehen haben Sie sich dann auch erstmal getrennt, aber dann sind Sie immer noch nicht da angekommen, wo Sie heute sind, sondern Sie waren eine Zeit lang alleinerziehend, haben dann nochmal geheiratet, haben in dieser Ehe dann auch schon intensiver Ihren Glauben gelebt. Wann haben Sie oder wie haben Sie trotzdem gespürt, das ist es immer noch nicht? Bei der zweiten Ehe war es so, dass wir den Glauben zu teilen begonnen haben. Mhm. Das war ein gemeinsamer Weg. Wir waren dann auch in der Heilsarmee aktiv, als ganze Familie. Es hat auch Spaß gemacht. Und dort wurde ich eigentlich zum Gebet berufen. Das habe ich dann auch gespürt. Kam auch Rückmeldungen von außen her, du bist so berufen. Aber das machte ich alles in der Familie. Das war für mich immer klar. Ich hatte nie die Idee, dass ich allein weitergehen sollte. Aber das Drängen, das war so stark, das zu tun, was ich gerne tue, beten für die Menschen und ihre Anliegen. Das hat immer mehr gedrängt. Und da kam der Moment, wo ich spürte, jetzt legt Gott die Hand auch auf die Ehe und die Familie. Haben Sie denn irgendwann auch mal nachts wachgelegen und überlegt, Mensch, ist das der richtige Weg, den ich jetzt gehe? Ja, unzählige Male, wirklich. Mhm. Das war schrecklich. Das war wirklich sehr schwierig, dass ich gedacht habe, ich muss verrückt sein oder also, lass ich meine Familie im Stich? Mhm. Oder, ja. Doch. Also auch gerade so dieses Ding, kann das jetzt in seinem Wille sein, Wille sein, die Familie und die Kinder zu Hause zu lassen, so in dieser Richtung. Mhm. Mhm. Sie haben dann als Zivilperson erstmal eremitisch gelebt. Und was war dann der nächste Schritt für Sie? Der nächste Schritt hin zu diesem Weg, an dem Sie heute angekommen sind? Ich habe eremitisch gelebt, fern der Familie, und dann bin ich noch einmal zurückgegangen. Mhm. Und das war eine sehr schöne Zeit. Wir haben das sehr genossen. Also die Kinder sind erwachsen. Von der Kirche her ist es die Auflage, dass die Kinder volljährig sein müssen und der Partner muss einverstanden sein. Und in diesem Zusammensein mit meinem Ehemann, wir haben beide gespürt, es ist wunderschön, aber es ist wirklich so, ich habe zu gehen. 2011 haben Sie dann die ersten Gelübde abgelegt. Das war da. Von Franziska Siegel zu Schwester Benedikta. Mhm. War das einfach so etwas, wo Sie dann dachten, ja, jetzt stimmt's hier, jetzt bin ich stimmiger mit mir? Es war da so eine Nacht. Mhm. Und ich konnte nicht einschlafen bis morgen um 5. Und da war es mir in diesem ganzen Ringkampf, als würde Jesus hineinkommen in das Zimmer und alle Sorgen, alle Gedanken, die ich mir machte, sorgenvollen Gedanken, wegwischen und sagen, du wirst Benedikta heißen. Und mich hat das sehr berührt, weil das die Gesegnete heißt. Und deshalb habe ich diesen Namen dann auch beim Gelübde ablegen angenommen. Jetzt könnte man auch von außen betrachtet sagen, Mensch, jetzt so allein zu leben, Sie werden uns gleich noch schildern, wie das genau läuft, aber hat das auch was von Weltflucht, einfach rauszugehen aus dem, was so vorher da war, so aus diesem ganzen Konkurrenzkampf, aus diesem ganzen sich in Frage stellen, aus diesem ganzen Beziehung einfach in eine Richtung rein, die, da bin ich mit mir alleine und im Klaren? Okay, wenn man mit sich allein ist, wirklich allein, und die Einsamkeit aushält, was wir Eremiten eigentlich tun, und da nicht flüchtet, im Fernsehen gucken, telefonieren, was auch immer, da begegnet man sich. Also das kann keine Flucht sein. Das kann ich nur bestätigen. Ich war ja 17 Monate in Isolationshaft gewesen. Und da ist man auch mit sich allein. Was für ein Das ist eine gute Überleitung. Nein, aber es ist ein freiwillig. Aber ich muss dazu sagen, ich habe da angefangen, über mich nachzudenken und mich zu reflektieren, weil man sich da nicht aus dem Weg gehen kann. Man hat keine Reize von außen, es ist keine mehr aus dem Umfeld, sondern es ist wirklich sich selbst ausgesetzt. Das ist einfach so. Für mich heute kein Martyrium, sondern meine Neugeburt. Du empfiehlst das jetzt aber nicht. Für mich war es passend. Ich weiß nicht, also das ist... Bloß nicht. Nee, ich glaube auch nicht, jeder muss diesen Weg gehen, um zu solchen Situationen zu kommen. Können Sie das nachvollziehen, dieses Ring? War das für Sie greifbar, Herr Altmann? Nein, ich glaube an den Teufel, also nicht an den lieben Gott. Also, ich eine ganz kleine Geschichte erzählen. Eine spannende Diskussion heute. Ja. Auf vielen Ebenen. Ernst Jandl, ein großes Unterschied. Geht das ohne Gott an den Ernst Teufel? Jandl sagt immer, grüß Teufel, nicht grüß Gott. Das habe ich auch gedacht. Ich glaube, was die Frau, die Schwester sagt, ich glaube aus der Psychologie, es ist eine Autosuggestion, das redet man sich halt ein. Weil ich habe mit buddhistischen Mönchen gesprochen,
Die haben überhaupt nie an Jesus gedacht, weil es ihn nicht gibt bei ihnen. Sie glauben auch nicht an Gott. Sie sehen eher Bilder aus ihrer Wiedergeburt, dass sie vor und so weiter. Es ist das, was in ihrer Erziehung, wir leben ja im 2000 Jahre jüdisch-christliches Abendland, ist uns drin, ob wir getauft sind oder nicht. Und das ist so. Wenn sie aber als Mensch lieb sind und anderen Menschen helfen, dann ist es vollkommen egal, ob es der Herrgott ist oder ihr eigener Antrieb. Sie machen etwas, was anderen Menschen hilft, zu leben. Dann beschreiben Sie doch mal das. Ja. Dann beschreiben Sie doch mal das, was Sie machen. Sie wohnen jetzt in der Verena-Schlucht in der Schweiz. Beschreiben Sie mal diesen Ort. Wir haben auch einige Fotos da, Ihr kleines Häuschen. Wie leben Sie da? Ich habe dort eine kleine Klause, das kleine Häuschen. Und dort lebe ich mit meinen beiden Hunden. Es sind zwei Kapellen und dafür bin ich zuständig, dass dort Kerzen bereitstellen für die Menschen, die vorbeikommen, um Kerzen anzuzünden, weil sie Gebetsanliegen haben. Es gibt viele Menschen, viele verschiedene Menschen, die dort vorbeikommen. Das, also es ist gar nicht so ruhig. Also Einsiedlerin, da denkt man immer, da ist man ganz zurückgezogen. Da ist schon ein bisschen Trubel bei Ihnen? Es ist viel Trubel. Ja? Pilgerautobahn. Ja. Zu viel? Also gibt es da bald schon Besuchergruppen, da steht dann zur Einsiedlerin und dann werden die durch ihr Haus geführt? Ja, so in etwa. Ehrlich? Es gibt schon Menschen, die kommen auf den Amt, möchten das Häuschen sehen. Von innen. Ja. Und in welchen Situationen spüren Sie, dass Sie da jetzt angekommen sind, dass sich Ihre Sehnsucht quasi jetzt auch befriedigt hat oder erfüllt hat? Einerseits die Gebete, die ich dort pflege, und andererseits auch die seelsorgerlichen Gespräche. Es kommen viele Menschen, die Rat suchen. Mhm. In einem Anliegen halt kommen, sei es, weil sie eine eigene Berufung klären, sei es, weil sie nicht mehr weiter wissen, sei es, weil sie Schweres ertragen haben, ihr Herz ausschütten. Dafür bin ich da, das ist meine wichtigste Aufgabe, finde ich. Dann hoffen wir, dass Sie weiterhin und lange noch diese Aufgabe so erfüllen, ja, dass es Sie so ausfüllt, wie Sie es beschreiben. Vielen Dank. Herr Altmann. In welcher Situation spüren Sie Ihren Puls oder dieses Gefühl, jetzt bin ich hier am richtigen Platz und genau da im Leben, wo ich sein will? Also ich habe immer Angst. Es geht darum, dass ich vor mir als Feigling noch mehr Angst habe. Also ich muss die Angst überwinden, damit ich mich aushalte. Ja? Ich bin aber gar nicht, ich kann das gar nicht, ich war ein bisschen Sportler, aber ich bin ja auch ein Schreiber, ich bin kein Journalist, ein Reporter. Das heißt, mich interessiert ja auch nicht jetzt mein Bauchnabel als Sportler und so, sondern ich will ja auch drei Dinge. Ich will was von anderen lernen. Der andere Mensch ist ja das Interessanteste, was wir haben auf der Welt, das Geheimnisvollste. Ich will zweitens lernen über die Welt. Und ich will, da ja jeder Mensch auf seine Weise mein Niveau ist, auf irgendeine Weise hat er in meiner Herzkammer, was er auch anhat. Ich will das über mich lernen, über ihn, über die Welt, über mich. Heißt das immer wieder aufbrechen? Immer wieder weitergehen? Ja, stadtbekannter Kollege von mir, der Herr Goethe, der liegt im Bett, lag im Bett und hat Geschichten bekommen. Und der Herrgott hat sie mir im Schlaf gegeben. Mir gibt der Herrgott nichts. Das heißt, ich muss raus in die Welt und muss mir die Geschichten holen. Ja. Gibt Ihnen auch irgendwas mal ein Engegefühl, dass es Ihnen die Kehle zuschnürt, dass Sie merken, jetzt ist gerade mal gar nicht richtig hier? Wie meinen Sie? Dass Sie mich überwältigt aus Mitleiden oder aus. Oder dass Sie sich gefangen fühlen? Kann Ihnen die Ehe zum Beispiel in irgendeiner Form eine positive Assoziation geben? Oder engt Sie das ein, die Vorstellung daran, sich zu binden? Im Spanischen ist das Wort esposa, heißt also die Frau. Und esposa heißt Handschellen anlegen. Also und heiraten. Also das Wortspiel geht im Deutschen nicht. Nein, ich schone die deutsche Frau, indem ich sie nicht heirate. Also. Nein, ich glaube, das geht, wie die Herren auch sagen, das ist sehr schwierig, weil man hat dann Verantwortung und das will ich nicht. Also Sie hatten nie das Gefühl, so verliebt zu sein in eine Frau, dass Sie das Leben zumindest für eine Zeit mit ihr teilen wollen? Nein, weil ich glaube, das Zusammenleben das Beerdigungsinstitut ist von Sehnsucht, Sexualität, Freude, Respekt. Und ich glaube, es geht nur durch die Trennung, dass man sich immer wieder sieht, dass die Sehnsucht aufgefüllt wird wieder. Und die Menschen dann zusammen wieder Freude aneinander haben. Das Zusammensein, ob die sogenannte wilde Ehe oder verheiratet, das glaubt nicht. Also wenn eine Frau zu Ihnen sagt, ich liebe dich, ist das dann schon zu viel? Das ist schon beängstigend. Also dann wirst du schon eng. Ist schon beängstigend? Ja, Liebe müsste man natürlich endlos diskutieren. Was ist es aber? Klar. Was ist wild für Sie? Also ich komme nicht gerade aus der Todeszone. Ich war gerade in der Badewanne. Es war ziemlich friedlich.
Also Wild und wir haben alle unseren Teil, banales Leben, auch ich muss zum Zahnarzt, Joey wahrscheinlich auch, ich muss einkaufen gehen und so weiter, muss mit meiner Steuerberaterin reden und so weiter. Auf der anderen Seite suche ich, anders wie die Herren, ich hätte nicht den Mut und in dem Fall auch nicht die Ausdauer, Situationen, die mit dem schönen englischen Wort Thrill, die mir dieses Gefühl von Aufgeregtheit gibt. Es gibt ja Situationen, die einem passieren und die man als Reporter bewusst sucht. Passiert ist mir vor 10 Tagen. Ich bin mit meiner Freundin frühstück im Bett bei mir zu Hause und es kommt zu verspielten Handgreiflichkeiten. Das habe ich auch noch nie gehört. Und die Zeitung rutscht auf das Tablett, im Bett gegessen und geht auf die Kerze und das Bett fängt an zu brennen. Oi. Und ich habe schon 2 Wohnungsbrände hinter mir. Und Feuer im Bett ist nicht lustig. Ja? Nee. Und so. Das ist eine Situation, die suchen Sie nicht. Die bekommen Sie geschenkt, wenn Sie wollen. Ja? Und ich bin davon gekommen. Eben. Aber hinterher bereue ich es nicht. Dann denke ich, oh, geil, das war schön. Ich habe mich am Leben gefühlt. Ich war da, ich war 100% Adrenalin. Das war mein Leben. Ja? Das ist gut. Wozu so ein Brand alles gut sein kann. Aber Sie haben es irgendwie noch eingedämmt. Ja? Sie haben es vorher irgendwie noch eingedämmt. Ja. Ich bin da mit der Zeitung, aber ein Teil war noch nicht angewandt. Ich und meine, bin zum Raus in ein Zimmer und das Wasser. Und meine Freundin hat mit so einem Ding dann die Flammen ausgeschlagen. Es gibt also wie die Situationen, die einem kommen, die man nicht, und dann freut man sich, ganz egal, was es ist. Ich frage mich gerade, während Sie so das sagen, Sie haben früher auch Hilfsjobs gemacht, 2 Studiengänge angefangen, haben dann auch Schauspielerei studiert. Das hört sich jetzt so ein bisschen orientierungslos an, aber entspricht das nicht dem, was Sie gerade sagen, dass Sie ein Suchender sind, dass Sie immer wieder aufbrechen, sich das und das angucken? Ja, schon, aber ab einem bestimmten Alter müsste dann ein Mann irgendwo wissen, wo er hingehört. Das hört sich aber konventionell an. Nein, ist egal. Ich bin auch ruhmsüchtig. Ich wollte das tun. Ich wollte auch Geld verdienen. Ich habe das gelesen von der Schwester, dass sie das Gebot der Armut, korrigieren Sie mich, der Keuschheit und des Gehorsams. Ich habe das Gebot, ich will finanziell unabhängig sein, unkeusch sein und ungehorsam sein in meinem Leben. Ich glaube, es bringt mir mehr Energie für mich. Mhm. Also irgendwann wollte ich das tun, was andere auch mögen an mir, also nur Loser sein, immer nur suchen. Taxifahren ist wahnsinnig aufregend, aber nach 2 Monaten hängt es ihnen zum Hals heraus. Sie müssen dann was tun. Ich hatte Glück und habe dann es gefunden. Sie haben gesagt, Sie sind Reporter, Sie schreiben. Da haben Sie es dann gefunden. Da kann Kreativität, Aufbruch, Wagnis, all das, was Sie lieben, auch ein Ventil finden. Ist es so? Ja, sicher. Ich glaube, es gibt natürlich andere, die lokale Reporter sind, die dann über die neuen Radwege in Bezeheide berichten. Nein, ich wollte immer raus, ich war in Kriegsgebieten. Ich habe mir das aber sehr genau immer auch mit dem Fotografen, ein paar meiner Kollegen sind erschossen worden, sehr genau überlegt. Ich hatte mehrmals die Waffe an der Schläfe. Und dann haben sie nur eines in ihrem Leben. Sie haben ihr Mundwerk. Das Einzige, was sie retten kann, vor allem das Amateure, die sind viel nervöser als Profis, die drücken viel weniger schnell ab. Die Profis als die Amateure. Also das habe ich trainiert, mein Mundwerk, um mich davon zu reden, um davon zu kommen. Und ich denke an eine Freundin, die mir mal erzählt, dass sie einen Mann kennengelernt hat und der war furchtbar böse und deshalb sind alle Männer böse. Und ich denke im Gegenteil, all diese Situationen bereichern mein Leben, weil ich auch in dieser Situation Männer und Frauen kennenlerne, die mir das beibringen. Gibt es einen Preis, den Sie zahlen für Ihr wildes Leben? Ich glaube, dass die Leute, die als Büroleiche eines Tages vom Hocker fallen, als Büroleiche begraben werden, einen viel höheren Preis zahlen, weil ich ja Freude empfinde dabei, was ich tue. Von den Büroleichen wird wahrscheinlich kommen, macht so ein wildes Leben einsam? Naja, ich bin jetzt nicht in den lichten Höhen des Genies und kein Mensch kann mit mir diskutieren, weil ich der einsame Mann. Nein, das nicht, aber ich habe ja auch Freunde. Ich glaube, Friendship is something beyond love, sagte Henny Miller. Freundschaft ist ja das Jenseits von Liebe. Ist ganz anders, aber es ist eine Art Liebe und so. Das wäre furchtbar, nur ein einsames Leben. Gehört zu so einem wilden Leben auch etwas Junges, nicht an Alter, aber an Haltung? Ja, sicher. Also ich glaube, so ein
Ding, ich glaube, das ist genetisch. Die Wissenschaft sagt heute, es gibt ein, man will ein Entdecker-Neugier-Gen entdeckt haben. DRD4 heißt das Ding, R7. Und man sagt, dass dieses Gen, deshalb kann die Büroleiche auch gar nichts dafür, dass sie so ist, weil sie dieses Gen nicht hat. Und dieses Gen ist, ich will wissen. Ich bin neugierig, ich will was über mich wissen, ich will über die Welt und so weiter. Und das treibt einen an, dieses Gen. Und das vermute ich mal, habe ich. Ich habe andere Sachen, die ich überhaupt nicht kann. Man zahlt immer einen Preis. Es gibt nichts umsonst im Leben. Ich finde, man ist ja auch nicht alleine. Also es ist ja nicht so, dass wenn man jetzt so denkt oder so lebt, dass man ja dann plötzlich ganz alleine steht. Man trifft viele Menschen, die das auch genauso leben. Also es ist ja nicht so, dass man jetzt sagen kann, das ist jetzt jemand, der völlig, völlig abnormal ist. Mhm. Ja, also... Sie sind 65. Ich glaube, das kriegt keiner hier übereinander mit Ihrem Auftritt hier, muss ich sagen. Aber glauben Sie, dass es einen Zeitpunkt geben kann, dass man die Kraft nicht mehr hat zu einem solchen Schön, Bilden? Dass Sie an mein Alter denken. Wir reden ja offen. Haben wir nicht ausgemacht, die Frage. Ja, ich bin wie jedes menschliche Wesen der Naturgesetzen unterworfen. Und ich erinnere mich an ein Wort von meinem Griechischlehrer, der sagte, Altmann, wenn ich an Ihre Zukunft denke, breche ich den Gedanken ab. Ja, Schöner Satz. Ich muss sagen, dem Satz will ich nichts hinzuzufügen. Vielen Dank, ja, Andreas Altmann. Und viele gute Jahre. Oh Mann, haben Sie auch was Wildes in sich, Frau Suding, wenn Sie das so hören? Also es ist vergleichbar Wildes vielleicht nicht, aber ich glaube, was mich auszeichnet, ist die Unabhängigkeit, dieses Streben nach Unabhängigkeit, also finanziell von dem, was ich tue, wie ich lebe. Das ist für mich ganz, ganz wichtig, hat sich aber schon als kleines Kind immer durchgezogen. Was heißt dann Unabhängigkeit? Bei Herrn Altmann ist das ja fast eine Art außer Freundschaft Bindungslosigkeit, also keine einengende Bindung. Würden Sie da auch so weit gehen? Wie würden Sie Unabhängigkeit beschreiben für sich? Ich habe ja mal geheiratet und ich habe ja auch zwei Kinder und meine Kinder engen mich da auch nicht ein, ganz im Gegenteil. Ich finde es wunderbar, ich finde es ganz, ganz toll, die zu haben. Aber ich muss schon immer, ich muss auf eigenen Beinen stehen. Ich muss auch mal die Möglichkeit haben, andere Wege im Leben zu gehen. Habe ich auch mehrfach gemacht. Mhm. Also so das Gradlinie ist vielleicht nicht so ganz mein, sondern ich gucke dann schon auch immer mal situativ, was ich gerne möchte. Es rattert bei mir auch immer, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Also ich bin jetzt Politikerin. Kann aber nicht sein, dass ich das die nächsten 30 Jahre machen werde. Das werden wir mal sehen. Wer oder was bringt Sie zum Lachen? Herr Altmann. Herr Altmann, ja. Also mit guten Freunden lache ich viel. Mhm. Ich habe einige sehr, sehr gute Freunde und da wird viel gelacht. Und wenn Sie richtig losgelöst sind, wie sieht das dann aus und wo passiert das? Das passiert nicht vor den Kameras, das passiert auch nicht in der Öffentlichkeit. Also ich habe schon meinen Job und den mache ich auch. Und da erlebt man mich natürlich nicht so privat und nicht völlig losgelöst. Da habe ich dann schon auch immer eine gewisse Maske, die einfach da ist. Die schützt einen ja auch und die behalte ich auch in gewisser Weise auch auf. Wovor schützt die Maske? Naja, man ist ja doch angreifbarer, wenn man sich vor aller Welt mit seinem Privatesten äußert. Das will ja auch keiner so wirklich. Und ich stehe nun mal in der Öffentlichkeit und deswegen schütze ich mich da einfach, um da auch mein eigenes Leben, wie ich das für richtig halte, auch unkommentiert auch leben zu können. Ich will ja gar nicht, dass es ständig kommentiert wird. Wenn Sie so sagen, wir haben gerade das Losgelöste besprochen, wenn man eben von außen drauf guckt, vielleicht auf die Maske, auf was auch immer, auf ihr Leben, das man kennt, dann sieht man, okay, sie haben studiert, sie haben da schon Kinder bekommen, sie sind selbstständig geworden, Unternehmerin, Politikerin. Das hört sich nach sehr viel an und auch nach sehr viel Arbeit. Sind Sie ein Arbeitstier? Ich arbeite gerne. Oft kommt mir Arbeit, wenn sie mir Spaß macht, auch gar nicht vor wie Arbeit. Das ist ja das Schöne daran. Also das, was ich tue, das tue ich sehr intensiv. Ich habe oft 70, 80 Stunden Wochen, aber meistens macht es mir so viel Spaß, dass es mir gar nicht so vorkommt. Das war eigentlich immer so in meinem Leben, dass ich das, was ich gemacht habe, neben dem Studium schon einen Vollzeitjob anzufangen, noch während des Studiums schon die Kinder zu bekommen, das war immer mit viel, viel Arbeit verbunden. Aber ich fand es super, mir hat es Spaß gemacht. Zwischen Maske und dem, der Sie wirklich sind, muss man sagen, Sie haben ein Leben geführt, das in den letzten Monaten und Jahren immer erfolgreicher, immer öffentlicher wurde. Sie haben sich einen Namen gemacht.
Mit diesen Beinen wird sie Anfang des Jahres schlagartig bundesweit bekannt. Doch Katja Suding hat mehr zu bieten als nur optische Reize. Bereits 2006 schließt sie sich der Hamburger FDP an und wird nur 5 Jahre später Spitzenkandidatin für die Bürgerschaftswahl. 2011 dann der erste Erfolg. Unter Sudings Führung nimmt die FDP erstmals seit Jahren die 5%-Hürde und zieht wieder in das Parlament der Hansestadt ein. Jung, attraktiv, ehrgeizig, sie ist das neue Gesicht der FDP. Und mit ihr geht die Partei auch unkonventionelle Wege. Anfang des Jahres inszeniert sich Katja Suding mit 2 weiteren FDP-Frauen als 3 Engel für den Parteivorsitzenden Lindner. Eine offensive, moderne PR-Strategie, die auch auf Kritik stößt. Ein Grünen-Politiker etwa twitterte, muss man sich mal vorstellen, mit Titten und Beinen anstatt Inhalten. Doch der Erfolg gibt ihr recht. Die FDP kommt im Februar erneut in die Hamburger Bürgerschaft und Katja Suding verteidigt ihr Direktmandat. Seit Mai ist sie eine der 3 stellvertretenden Bundesvorsitzenden der Partei. Makellos, geradlinig, medientauglich. Ist das der Politikertyp von heute? Katja Suding. Fangen wir erstmal anders. Sind Sie im Wahlkampf als Politikerin auch Verkäuferin? Nein, man ist nicht Verkäuferin, man geht in den Dialog, man wirbt um Wählerstimmen. Das ist die Aufgabe von Politik. Das ist ja eine Art Verkauf. Ja, wenn Sie so wollen, dann sucht die Wähler. Und dafür muss man in sehr intensiven Dialog gehen. Und ich verstehe da meine Aufgabe auch so, dass man sich da durchaus auch mal andere Wege sucht, dass man nicht immer nur die klassischen Kanäle bedient, wo klassische Politikvermittlung stattfindet, sondern da mache ich auch mal ein Interview mit einem Publikumsmedium und mache ein paar Fotos dabei oder gehe. Wir waren ganz viel online, ganz viel im Social-Media-Bereich, um einfach auch gerade jüngere Wähler zu erreichen. Also ich war einfach immer da, wo die Wähler sind. Und das ist aber von manchen Politikern, und das wundert mich immer so, wird das manchmal als unseriös bezeichnet. Dabei frage ich mich manchmal, wie kann es unseriös sein, wenn ich versuche, auf Wähler zuzugehen und den Dialog aufzunehmen. Ich finde, das ist die Aufgabe von Politik und die nehme ich sehr ernst. Von außen betrachtet, ist es mutig, ist es einfach eine Form von Aktivität, solche Fotos zu machen, oder verkauft sich eine Politikerin da in irgendeiner Form unter Wert, Herr Hitzler? Nein, ganz sicher nicht. Also ich sehe überhaupt nicht, warum da irgendwas unter Wert verkauft wird. Es wird mit einer ganz bestimmten Verpackung etwas verkauft. Und über die Inhalte kann man sich jeweils ja unterhalten, nicht, und streiten. Das ist ja nicht der Punkt. Es ist eine Art heute, Politik so zu machen, dass sie ankommt. Eine Art. Es ist nicht die Art, würde ich sagen, aber es ist eine Art. Genau, da sitzt eine andere Art. Entspricht das Ihrem Stil, Frau Ditfurth, wenn Sie die Fotos sehen? Oder nee, sagen aber sie das ist jedem hier auch klar. Nein, die Fotos sind gar nicht das Problem, weil das war eher das Problem des merkwürdigen Blicks des Kameramanns oder des Regieraums. Das ist überhaupt kein Thema, es interessiert mich auch nicht, sondern ich habe jetzt in der Vorbereitung für diese Gesprächsrunde, weil ich über Sie gar nichts weiß, ein bisschen was gelesen. Und habe dann irgendwann festgestellt, da ist gar kein Satz dabei, der mich interessiert. Und deswegen kann ich jetzt auch gar nichts dazu sagen. Weil das irgendwie so, das ist für mich diese Form von etablierter bürgerlicher Politik, die so stark aus dem PR-Bereich kommt, dass jeder Satz ist gestanzt, ist vielfach verwertbar, passt immer. Und ich habe gedacht, wenn ich die jetzt irgendwo treffen würde, wo ist eigentlich ein richtiges Thema? Und das habe ich da nicht gefunden. Aber deswegen, ich kann einfach nicht mehr dazu sagen. Ich soll das jetzt kommentieren. Aber mehr ist nicht drin. Ich glaube, Sie haben es ja kommentiert. Okay, gut. Okay. Ja, zum Glück haben es die Wähler in Hamburg ja anders gesehen. Und natürlich haben wir Themen, die werden nicht ihre sein. Da werden wir, ich glaube, das wollen wir heute Abend auch nicht führen. Sicherlich, wenn wir dann in eine inhaltliche Diskussion kommen, ganz, ganz viele Differenzen auch haben. Aber ich fürchte, wir kommen gar nicht erst in eine inhaltliche Diskussion. Muss ja vielleicht auch heute gar nicht sein. Okay. Können wir gerne nachher machen. Aber natürlich habe ich Vorstellungen, wie wir als Gesellschaft leben wollen. Und das habe ich natürlich auch im Wahlkampf geäußert. Und das ist auch gut angekommen. Sonst hätten wir diese Ergebnisse auch nicht erzielt. Aber weil Frau Ditfurth das sagt, ist Politik heute nicht nur, aber auch PR-Strategie? Wenn Sie so sagen, das ist nur PR-Strategie, dann nicht klingt, nur, aber auch, habe ich gesagt. Ja, aber dann, das klingt so, als wäre das etwas Unanständiges oder so ein bisschen Igitt. Und das sehe ich dezidiert nicht so. Mhm. Politik, es gehört eben zu Politik dazu, dass wir Politik auch vermitteln. Ich erinnere mich, das kennt wahrscheinlich jeder auch in der Runde. Bei jeder Landtagswahl oder Bundestagswahl oder Europawahl haben wir dann die Runden im Fernsehen und dann guckt man wieder mit leidenden, traurigen Mienen auf die Wahlbeteiligung, die mal wieder
Lieder gesungen ist. Ja, wir müssen uns ja auch nicht wundern, wenn wir Politik als etwas begreifen, was man möglichst irgendwie auf einem hohen Ross abgeschottet, möglichst nicht kompatibel stattfinden lassen soll und sagt, wenn man mal etwas anders macht, andere Wege, dann ist es PR und meint damit aber was Negatives. Und das halte ich für falsch, das so zu tun. Ich muss da auch was zu sagen dann gleich. Vor ein paar Wochen gab es eine Umfrage in der Le Monde in Frankreich. Und da wurde die Vertrauensverhältnis der französischen Bevölkerung. Und an letzter Stelle, also der am meisten lügt, standen die Pfaffen und über den Pfaffen standen die Politiker. Also das, was die Frau Diesmann, finde ich ganz gut. Ich habe ja jetzt den Herrn Steinmeier, unseren Frühstücksdirektor, der als hauptberufliches Außenminister unterwegs ist, ist er in Kuba. Ich war mehrmals in Kuba. Wenn man das hört, was da an Sprechblasen, an Blabla rauskommt, dann denke ich mir, fuck, geh heim, mach was anderes. Sattle auf arbeitslos um. Oder sonst was. Aber das ist nicht, was ich will von einem Außenminister, der mein Land vertritt, der mich hier für blöd hält, für einen geistig Behinderten, der sich damit abspeisen lässt. Danke. Ja, das ist... Ja. 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 So unterschiedlich die politischen Spektrum sind. Noch einmal zu Ihnen, Frau Ditfurth, auch um das mal ein bisschen von einer weiteren Perspektive zu sehen. Als Sie bei den Grünen waren, hat da die Tatsache, dass Sie eine Frau waren, gut aussehende Frau in der Öffentlichkeit, in Verbindung mit der politischen Botschaft nach Ihrem Empfinden keine Rolle gespielt? Also wenn, hat es mich nicht gekümmert, ich bin drüber weggelaufen. Also die Grünen waren ja damals, also ich muss immer wieder dazu sagen, ich bin da jetzt 25 Jahre raus, darauf lege ich gesteigerten Wert. Ja. Da war das noch ein Projekt, wo es Chancen gab, dass es relativ links bleiben würde. Und die Grünen, das ist ja heute kaum noch vorstellbar, haben eine Sache gemacht, für einen Vorstand einer Fraktion, Frauen aufzustellen. Und hinterher waren die Medien voll mit nur Frauen. Können die das? Das ist heute nicht mehr vorstellbar, diese Quoteneinführungen, all diese Geschichten. Das heißt, ich hatte und habe immer noch einen sehr feministischen Blick auf Sachen, aber das ist nicht in Sachen von, welche Bilder, welche Körperteile wählen, das ist albern, sondern es ist eher sozusagen eine Grundposition von Emanzipation und von Gegenherrschaft. Nur ein und das ist ein anderer Blick. Und wenn dann einer kommt und möchte mich als Weibchen haben, dann kriege ich das meistens gar nicht mit und mir ist das auch komplett egal. Nur an, ich räume das zur Seite. An einem Cover sind Sie wahrscheinlich nicht vorbeigekommen, 87 war das im Spiegel. Das sehen wir auch noch mal hier. Die grüne Verführung. Ist das unverschämt, oder? Mhm. Ja. Der Spiegel konnte sich, das haben die gemacht, kurz, also 87, kurz nach so einer Elefantenrunde. Ja. Und die lief für mich ziemlich gut. Und dann haben die in dem Heft können Sie mehr Aussagen von Feinden, schäumende Aussagen von Otto Schily, von Erich Böhme, wie gefährlich diese Frau, also ich bin, weil Sie es nicht fassen konnten, dass jemand, der so links oder linksradikal ist wie ich, überhaupt Sachen verständlich rüberbringt. Das war für Sie offensichtlich ein elementarer Schock. Und das mussten Sie bewältigen, indem Sie dann auf dem Titel nicht mich wie einen männlichen Politiker, aber jemand ist, der dann irgendwie gekennzeichnet wird mit einer Position, was der will, sondern ich war eben dann hirnlos und die Verführung. Mhm. Und das Irre war, war ich sehr misstrauisch, war gerade im Spiegel gegenüber, weil die ja die Grünen auf den Regierungskurs bremsen wollten und ich wusste, ich war da ein Störfaktor und sollte eigentlich weg. Deswegen ist es sehr interessant, wie sie das gemacht haben. Jemand scheinbar auf ein Denkmal stellen und gleichzeitig sagen, die hat aber einen ganz schlechten Charakter und die Eigenschaften. Nochmal jetzt weg von der PR, Herr Hitzler. Ich will jetzt nicht die Vergangenheit romantisieren, aber es gibt doch viele, die das Bewusstsein haben, Mensch, die Bundestagsdebatten mit Brandt, Wehner, mit Strauß von mir aus auch, da hat sich noch was getan. Die haben gestritten, die haben geschimpft und heute passiert das nicht mehr. Heute ist man politisch korrekt. Ist das jetzt eine Verklärung oder ist das eine reale Entwicklung, die Sie bestätigen würden? Also zum einen, wir leben ja seit etwa 3000 Jahren in einem ewigen Niedergang. Alles wird immer ein bisschen geringer und früher waren das alles Riesen und heute sind es nur noch Zwerge und wenn die auf den Schultern von Riesen stehen dürfen, dann ist schon alles gut. So kann man das alles angucken, man kann es aber natürlich auch anders angucken. Was ich sehe ist, natürlich haben wir haben neue Formen. Und diese neuen Formen sind andere und wir haben nach wie vor Leute, die mit den neuen Formen virtuos umgehen. Man kann jetzt nicht sagen, wir haben keinen Franz Josef Strauß oder keinen Herbert Wehner mehr, wir haben andere Leute. Und ich würde dazu neigen, mit einem Abstand von einer guten Dekade oder auch zweien zu gucken, wie langweilig oder nicht langweilig war es da eigentlich. Ja? Wahrscheinlich prägen im Moment Leute die Szene, die wir erst in ein paar Jahren oder in 10 Jahren überhaupt so wahrnehmen.
Trotzdem, Frau Suding, die Frage, haben wir heute größere Angst vor dem einen falschen Satz, vor dem Satz, der Medienrummel auslöst, vor dem einen falschen Satz, der einen Shitstorm nach sich zieht im Zeitalter von Twitter und Facebook? Sind wir eher eine Generation auch von Politikern heute, die Fehler versuchen einfach zu vermeiden? Ja, der grüne Kollege hatte offenbar da keine Angst davor. Ich glaube, dass es heute natürlich schon so ist, dass in Zeiten von Social Media ein falscher, unangebrachter oder auch nur vermeintlich nicht richtiger Satz natürlich schneller einen Shitstorm herbeiführt. Aber der ist dann auch genauso schnell wieder weg. Also die Erregungskurven sind da ja sehr eng und hoch. Und das hat sich, glaube ich, verändert. Früher hat es, glaube ich, ein bisschen gedauert, bis das dann in den Medien angekommen ist. Dann hielt es sich vielleicht auch länger. Und heute ist das alles viel, viel schneller. Also heute kann man auch mal ruhig einen Satz daneben sagen, das ist dann nach zwei Tagen auch wieder vergessen. Also eigentlich muss man heute auch nicht mehr Angst haben davor. Ich glaube auch nicht, dass die Menschen wirklich mehr Angst davor haben. Also da braucht man ja, glaube ich, nur Twitter und Facebook angucken und dann sieht man ja, wie teilweise klar und dezidiert sich da geäußert wird. Ich glaube, in der Klarheit haben wir es vor einigen Jahren nicht gehabt. Nicht vergessen ist auf jeden Fall, dass kontroverse, politische, teilweise auch wilde Leben, das Sie gehabt haben, Jutta Ditfurth, bisher schon. Jutta Ditfurth kann kräftig austeilen und ist nicht auf den Mund gefallen. Ich fände es nett, wenn da mal irgendwie Gegner dabei wären, mit denen man sich auf einem gewissen intellektuellen Niveau streiten könnte. Ditfurth ist durch und durch politisch eine Kämpferin in der Sache. Schon in jungen Jahren zeigt sie ihre rebellische Seite, streitet oft und gerne mit ihrem berühmten Vater, dem Friedensaktivisten und Fernsehmoderator Heumar von Ditfurth. Später wird sie inspiriert durch die Studentenbewegung der 68er. Sie erregt Aufsehen mit politischen Aktionen und gehört 1979 zu den Gründungsmitgliedern der Grünen. Nach der deutschen Wiedervereinigung kommt es zum Streit über die politische Ausrichtung der Partei. Ditfurth bleibt ihren Grundsätzen treu und unterliegt im Flügelkampf gegen die Realos um Joschka Fischer. 1991 tritt sie aus. Es ist vorbei. Die Grünen sind nicht mehr unsere Partei. Sie erwarten nicht von mir, dass ich mich zu dieser Frau ernsthaft äußere. Die Überzeugungstäterin Jutta Ditfurth eckt weiter an, gibt nie auf, erhebt nach wie vor ihre Stimme als politische Aktivistin und Bestsellerautorin. Als einzige Abgeordnete der Öko-Links-Partei sitzt sie bis heute im Frankfurter Stadtparlament und streitet weiter unermüdlich für ihre Ideale. Notfalls allein auf weiter Flur. Das stimmt ja gar nicht. Neben all dem, was Sie bewegt haben, würden Sie im Nachhinein... Aber ich muss einen Satz dementieren. Ja, natürlich. Weil allein ist ja Quatsch. Ich glaube, das war nur auf das Bild getextet, ja, weil Sie da zufällig allein waren. Allein, das ist doof, allein im Römer zu sitzen. Nee. Klar, aber das ist ein ehrenamtlich kommunales Parlament und meine Hauptsache findet auf der Straße und in intellektuellen Auseinandersetzungen statt. Das ist das Ding. Und da sind immer ganz viele Menschen. Sonst ginge das doch gar nicht, diese Gesellschaft verändern zu wollen. Ich glaube, so einsam haben wir sie auch nicht wahrgenommen. Aber dann ist gut. Das wäre wirklich hart. Wenn wir das alles sehen, was wir gerade noch mal so nacherlebt haben, waren die Grünen, die Sie ja nun mitgegründet, geprägt haben, im Nachhinein auch eine große Niederlage, vielleicht die größte für Sie? Nee, die größte Niederlage ist, dass wir es insgesamt, wir jetzt mal als undogmatische Linke überhaupt gesehen, es bisher nicht geschafft haben, dieser wahnsinnigen Entwicklung dieser Gesellschaft hin zu noch mehr Ausbeutung und Demütigung und Rassismus irgendeine wirklich wirksame Bremse entgegenzusetzen. Und in diesen 40 Jahren, die ich jetzt ungefähr politisch aktiv bin, auf der Straße und mit dem Kopf, ich sage mal, ich bin Intellektueller und Straßenköter, so diese Mischung, in diesen 40 Jahren waren 11 Jahre Grüne dabei. Das war ein Versuch. Und ich finde es toll, dass es ein paar Jahre relativ gut gelungen ist, bestimmte Fragen wie sexuelle Selbstbestimmung, Austritt, also Abtreibungsfrage, Austritt aus der NATO, staatliches Gewaltmonopol, die Frage, ob man überhaupt gegen staatlichen Apparat Widerstand leisten darf und wie man den bitte möglichst klug begründet. Diese ganzen Fragen haben wir in diesen paar Jahren, die gut waren in den 80ern, ja populär gemacht. Und das hat natürlich soziale Bewegung, Projekte, Initiativen, Subkulturen außerhalb dieser komischen Partei, die Grünen damals waren, auch gefördert. So geht das. Also ich spiele in einem ganz anderen Terrain als in diesen etablierten. Die langweilen mich zugrunde. Ich glaube, Ihre politischen Stationen haben viele im Kopf. Was aber vielen nicht präsent ist, Sie wurden geboren als Jutta Gerta Armgard Freifrau von Ditfurth. Wie klingt das für Sie? Grauenhaft. Grauenhaft. Ja. Blenden wir uns aber mal zurück in das Alter, als Sie so 15, 16 waren. Welches Leben war denn für Sie vorgesehen?
Einer meiner ersten Freunde war ein Burschenschaftler. Dann wurde ich auf Adelsbälle geschleppt und meine Familie hat es geschafft. So blöd war ich damals. Ich habe mit 17 Abi gemacht und habe mich dann noch für ein halbes Jahr in ein Internat verschleppen lassen, in Garmisch-Partenkirchen. Der Hintergedanke, den ich aber damals nicht begriff, weil ich einfach zu naiv war, war, dass ich bitte nicht auf den Straßen Heidelbergs in den Demonstrationen landen konnte. Aber meine Eltern wussten nicht, dass ich sehr oft die Schule schwänzte und genau dahin ging. So gesehen, ich habe mich relativ lange auf den Kurs werde ein braves Mädchen und geh, bleib, wie meine Großmutter immer sagte, bleib in deiner Kiste, wenn du mal heiratest. Also standesgemäß der ganze Dünkel, das ganze Menschenbild. Ja, genau. Und irgendwann habe ich begriffen, dass es ein autoritäres Zuchtprogramm ist, an dem ich nicht teilnehmen wollte. Und sind Sie dann irgendwann zu Ihren Eltern gegangen und haben gesagt, ich steige da aus, da bin ich nicht dabei? Oder wie? Ach, das war ein langsamer Prozess. Mhm. Mein Vater ist ja auch eher ein konservativer, aber in einzelnen Fragen aufgeklärter Bürger gewesen. Also es gab schon, ich durfte als Frau, das war in diesen Kreisen nicht unbedingt sicher, studieren, was ich wollte. Also es war auch ein Egalverhältnis, weil sie heiratet, ja doch. Aber ich durfte studieren und damit war, sobald ich von zu Hause aus in diesem Internat weg war, war meine Abenteuerlust grenzenlos und die Wissbegier auch. Und das heißt, ich habe in Schottland gelebt, zufällig in Glasgow, als da gerade der große Bergarbeiterstreik war. In diesem Jahr habe ich zugesehen, wie eine Regierung gestürzt wurde. Das fand ich ziemlich faszinierend. Dann habe ich eine Zeit lang in Detroit gelebt und gearbeitet. Da bin ich mehr durch Zufall hingeraten. Und das war die Zeit, wenige Jahre nach den bürgerkriegsähnlichen Zuständen, als aus Flugzeugen Viertel schwarzer Bevölkerung sozusagen beschossen wurden, weil es Black Panther und Black Power Bewegung gab. Und einige von denen habe ich kennengelernt. Das heißt, ich bin immer mit einem hohen Maß an Neugier und habe mir auch nichts dabei gedacht, nachts durch Manhattan zu laufen. Und alle haben gesagt, das ist diese verrückte Deutsche. Aber es ist auch nie was passiert, weil es gibt so unglaublich viel nette, freundliche Menschen. Deswegen, wenn man immer nur auf die bösen und auf die finsteren Geschichten und auf die angstmachenden Sachen stützt, dann traut man sich ja gar nichts. Konnten Sie sich eigentlich so von einem Tag auf den anderen dann auch loslösen von denen? Nee, ja? Das war ein langsamer Prozess. Ja. Also den kann man hier nicht erzählen. Eine Talkshow ist nicht der Rahmen dafür. Aber ich kann nur sagen, es gibt nicht einen Punkt, es gibt sicher viele kleine, wo ich sage, an diesem Tag habe ich irgendwas begriffen, auch wenn ich erst später begriffen habe, was ich da begriffen habe. Aber es gibt keinen zentralen Punkt oder so, sondern es gibt so ein schleichendes Ding. Also in der Volksschule, so hieß das damals noch, mitzukriegen, dass ich als arme Flüchtlingstochter, aber eines Arztes, natürlich aufs Gymnasium durfte, wo ich gar nicht so gut war, weil ich sehr faul war. Aber meine viel bessere, in der Schule bessere, fleißigere Freundin durfte nicht aufs Gymnasium, weil ihre Mutter war alleinerziehend und Arbeiterin und man wusste nicht, wo der Vater war. Das waren Zustände, die haben mich wahnsinnig gemacht, aber hilflos. Und ich habe mir irgendwann überlegt, man muss doch Mittel finden, um solche Ungerechtigkeiten zu verhindern. Und andere Sachen waren, gehen Sie mal auf einen Damenabend einer schlagenden Verbindung, wie da über Menschen geredet wird, die nicht zum Stand gehören. Da können Sie entweder entscheiden, ob Sie genauso ein Arschloch werden wollen oder dazugehören, davon profitieren, von dem tollen Netzwerk. Ist ja viel Zugang zur Macht, zur Verbindung, zu hohen Einnahmen. Oder ob Sie doch lieber zu denen, die sich da auf der Straße rumtäuschen. Und ich war zwar zu jung für die für die APO und Studentenbewegung, aber ich habe die so als meine großen Brüder und Schwestern verstanden, mit allen Fehlern, die sie auch machten. Haben mich letztendlich gerettet. Wenn Sie das so im Rückblick sehen, würden Sie irgendwann sagen, ich war in Momenten auch zu provokativ, zu querulant? Nein, ich bin immer nur unzufrieden, wenn ich denke, oh, da warst du zu feige und da warst du nicht deutlich. Also andersrum. Da hast du gekniffen oder hast zu lange gebraucht, bis dir das richtige Konter eingefallen ist. Kann man zu querulantisch sein, Herr Altmann? Ich weiß gar nicht, was ist denn das? Man kann ja nicht zu kritisch sein. Kritisch sein heißt denken. Es gibt so, ich glaube schon, mir gefällt das sehr gut, was Sie sagen, nur es gibt so eine feine Grenze, da könnte dann der Humor manchmal helfen, ja, damit es nicht so verbiestert wird und so. Wir mögen alle Leute, die eine gewisse Coolness haben und für ihr Ding eintreten. Das ist sehr gut und nicht nachplappern, keine Sprache. Aber manchmal, gerade in Deutschland, schlägt es dann so ein bisschen und dann wird es... Muss es nicht. Aber wenn ich mich gerade mit einem Nazi... Ich kenne nicht zu gut. Ich habe kein Urteil über Sie. Ja. Aber es gibt dieses Klischee über mich. Aber wenn ich mich gerade... Es gibt ja verschiedene Situationen. Also ich finde es wahnsinnig gut, in einem Parlament provokativ zuzuspitzen und durch einen bestimmten Witz, geht nicht immer an einer bestimmten Stelle, sozusagen dazu beigetragen,
dass irgendwie so ein Schleier von Vernebelung gelüftet wird und plötzlich Erkenntnis da ist. Also Aufklärung heißt ganz verschiedene Methoden benutzen. Mhm. Und es gibt Situationen, wo ich mich mit Nazis rumkeilen muss, wo ich leider keine Zeit habe, mir einen guten Witz auszudenken, weil es darum geht, jemanden zu schützen oder möglichst schnell abzuhauen. Wir haben das hängt ja davon ab. Ich glaube, wir haben in einer bestimmten Generation auch noch dieses Blick einer Jugend, die aufbegehrt, die sich wehrt gegen die letzte Generation. Und viele haben, was die heutige Jugend angeht, eher so das Gefühl, sie ist angepasste. Ist es so? Finde ich nicht. Finden Sie auch nicht? Nee, finde ich ist gar es nicht. So, was sagen Sie, Herr Hitzler? Oder hat es einfach nur eine andere Form gefunden? Andere Form. Ja? Andere Form. Welche? Ja. Es spricht sehr für Frau Dittfurt, dass sie die neuen Formen so anerkennt. Ja. Ich arbeite hauptsächlich mit jungen Leuten zusammen. Meine eigene Generation, die kannst du ja in Teilen vergessen. Trotzdem, aber ich meine, ich darf ja trotzdem für sie sprechen. Aber so, aber so rebellische Jugendmilieus oder Subkulturen waren in ihrer jeweiligen Generation immer eine Minderheit. Mhm. Und wenn sie Glück hatten und die zeitlichen Umstände und die gesellschaftliche Entwicklung dazu kamen, dass sie mehr werden konnten, weil sie sich vielleicht auch klug vorbereitet hatten, wie der SDS in seiner frühen Phase, dann konnte mehr draus werden. Aber es hat immer, auch die ehrenwerte Arbeiterbewegung, hat immer mit Minderheiten in dieser Gesellschaft angefangen. Und das ist heute auch nicht anders. Aber findet das heute auch einen anderen Ausdruck? Also findet Protest vielleicht auch teilweise von Nerds im Netz statt, also die man als Nerds bezeichnet und nicht mehr so nur bei Demonstrationen? Nur die fallen nicht so auf. Also das ist immer, die Frage ist immer, wer fällt ins Auge? Ja? Und wir achten natürlich auf Figuren, die etwas machen, was spektakulär ist und zum Hingucken reizt. Und Jugendszenen, Jugendkulturen sind per se natürlich exotische Minderheiten, also Hingucker. Ja. Aber ich denke schon, es gibt ganz viele nicht zu solchen Kulturen gehörende Leute, die durchaus politisch engagiert sind. Nur in Formen, die sind manchmal etwas schwer nachzuvollziehen. Also ich glaube sehr fest daran, aufgrund meiner eigenen Entwicklung und Beobachtung von anderen Milieus, denen ich auch nicht angehört habe, dass es insgesamt sehr notwendig ist, dass politische Widerstandskultur, linke, emanzipatorische, eigenen Ausdruck von Sprache, von Musik, von Kunst, von allem Möglichen brauchen. Und je länger sie das bestimmen und bei sich behalten und so definieren, dass es nicht kommerzialisierbar ist, umso besser. Haben Sie Ihren Kern behalten? Immer? Na, wenn nicht, dann würde ich mich jetzt erschießen, wahrscheinlich vor laufender Kamera. Das kann man selber immer sehr schlecht beurteilen, weil natürlich sind wir alle, wie vorhin schon gesagt wurde, verwickelt in die stinknormale Welt. Zahnarzt war ein wunderbares, gemeines Beispiel. Da muss ich demnächst hin. Oder andere Probleme, die man hat. Man kann sich ja nicht wirklich aus dem Alltag ausklinken und auch das mit dem Auswandern ist immer nur eine begrenzte Freiheit. Das heißt, es gibt immer eine Seite, in der man funktioniert, weil man Geld verdienen muss, weil man krank wird, weil man sein tägliches Leben organisieren muss. Das ist bei allen Menschen ziemlich gleich. Von außen betrachtet, wenn Sie sich immer treu geblieben sind, dann wissen Sie ja auch, die Überzeugung, für die Sie eintreten, da werden Sie in denjenigen, die Ihnen da nahestehen, eigentlich auch immer Applaus bekommen. Kann das auch gemütlich sein? Also ich kann mit dem Wort Treue nicht so viel anfangen. Ja. Ich halte viel von Freundschaft und vielen Loyalität Inhalten gegenüber. Mhm. Aber Treue hat so einen moralischen Aspekt, den ich einfach nicht für mich bewerten kann. Wenn Sie in Ihren Inhalten konstant sind und nee, die entwickeln sich weiter, sonst wäre ich ja irgendwann mal stecken geblieben. Und was ist das, was Sie heute antreibt? Also was mich antreibt, ist, das in einer Talkshow sagen, klingt irgendwie auch merkwürdig. Aber es ist einfach wahr, was mich antreibt, ist die feste Vorstellung davon, und das ist die Sinnbestimmung, die ich für mein Leben mache, die feste Vorstellung davon, dass alle Menschen sozial gleich sein müssten. Nicht nur irgendwie bürgerlich-demokratisch gleich, sondern auch so materiell gleich, dass sie die Chance hätten, sich mit all ihrer Unterschiedlichkeit und ihrer Andersartigkeit frei zu entfalten. So, wenn ich diesen Satz sage, wo dann vielleicht einige noch nicken, weil es so schön klingt, dann ist das aber gleichzeitig, wenn man es politisch versteht, eine grundsätzliche Kampfansage für die herrschende Ordnung in dieser Gesellschaft und für Werte, für die Frau Suding steht und für zig andere Geschichten. Weil da ist nichts drin mit Privatisierung, mit Erfolg, Leistung, Konkurrenz. Und jeder kann sich ja durchsetzen, wenn er nur will. Das ist alles Quatsch. Weil die Menschen sind empfindlich, sie sind zart, sie sind in unterschiedlichen Verfassungen, sie haben unterschiedliche Entwicklungsphasen. Und deswegen muss es gesellschaftliche Gefüge geben, in denen diese Menschen trotzdem alle die gleiche Chance kriegen. Und nicht nur auf einem gewissen Level, sondern tatsächlich, wirklich, sozial.
Und also, auch eine solche, und auch eine solche Kampfansage muss Platz haben in einer Talkshow wie dem Nachtcafé. Ja. Dankeschön. Jutta Dittwurf. Wollt ihr den dazu? Das ist noch keine Kampfansage. Und ich glaube, ich weiß, vielleicht sind wir da auch gar nicht so weit auseinander. Doch, bitte. Aber mir geht es. Bitte, ich glaube, Sie haben. Ehrlich, ich meine das nicht böse, aber ich glaube, Sie aber haben was gar Sie nicht gerade, was Sie gerade zitiert haben, das waren wirklich Floskeln. Das fand ich ganz, ganz furchtbar. Was Sie da jetzt gerade mit Ihrem Privatisierung. Und das ist doch wirklich. Also, was soll das denn? Es geht doch wirklich darum, und da haben Sie sich auch gerade widersprochen. Es geht doch darum, dass die Menschen unterschiedlich sind. Das haben Sie doch gerade auch betont. Und deswegen müssen wir doch als Gesellschaft darauf achten, dass die Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit ihre Chancen nutzen können. Das heißt niemals, dass hinterher alle gleich sein müssen. Wenn wir glauben, alle müssten irgendwie gleich sein, müssten auch auf dem gleichen Niveau sein, dann tue ich das den Menschen doch... Das hat sie aber nicht gesagt. Das hat sie aber gesagt. Dann ist es doch zutiefst ungerecht. Genau, es geht um die Chancen, aber es geht nicht darum, dass am Ende alle irgendwo materiell gleich sein. Das hat sie ja wörtlich so gesagt. Das halte ich für wirklich ganz, ganz schlimm. Ich habe gesagt, die Voraussetzungen für Menschen müssen so sein, dass sie soziale Gleichheit haben. Ich rede nicht davon, dass... Nein, es hat gar keinen Sinn mit Ihnen. Wir brauchen Chancengerechtigkeit für jeden Einzelnen. Darum Sie muss es gehen. Meinen nur Leistung und Erfolg und das für kleine Gruppen. Schon wieder auf die Floskeln, da kommen Sie wieder. Nein, ich zitiere aus Ihren Interviews, dann müssen Sie einfach überlegen, was Sie sagen. Das sollten Sie noch mal nachlesen. Danke, nein. Also man sieht, eine große Unterschiedlichkeit hat hier auf jeden Fall in dieser Runde Platz. So oder so, wie man auch die politischen Überzeugungen interpretiert. Wir haben Gäste hier in dieser Runde, die Gefahr suchen, aber niemanden gefährden. Dazu gehören Sie, dazu gehören auch Sie, Herr Emanuele, auch wenn Sie unterwegs sind, Herr Altmann. Es gibt aber auch jemanden, der hat auch schon andere in Gefahr gebracht, Herr De Lorenzo. Sie haben zahlreiche Straftaten begangen, unter anderem Körperverletzung, Zuhälterei, Menschenraub und Erpressung. Wie haben Sie das damals vor sich selbst gerechtfertigt? Ich bin vorbestraft oder so. Nee, aber wie haben Sie das vor sich selbst gerechtfertigt? Ja, das kann man jetzt nicht nur in einem Satz sagen. Hm. Dazu gehört ja eine Entwicklung. Das ist dann so rausgerissen. Ich bin ja in dieser Subkultur gelandet, aus einer Enttäuschung heraus, um neuen Platz zu finden. Dann kommen wir auf diese Entwicklung. Ne? Es heißt, Sie sind als Kind relativ unauffällig groß geworden. Dann gab es Probleme in der Familie. Ihre Eltern haben sich scheiden lassen. Jetzt soll man vorsichtig sein, glaube ich, vor so einfachen Deutungen und Erklärungen. Aber was sagen Sie selbst? Was hat Sie auf die verkehrte Spur gebracht? Auf die falsche Spur? Genau, deswegen, das kann man nicht in zwei Sätzen beantworten. Wie gesagt, ich hatte ja durch die Trennung meiner Eltern halt, das was für mich sehr schlimm war, weil der Wohnort war halt unterschiedlich, 30 Kilometer Entfernung. Ich habe die Schulen gewechselt hin und her. Ich habe also so keine Ruhe mehr innerlich gefunden und bin dann auch zweimal sitzen geblieben. War ja nicht gut in der Schule, hatte auch eine gymnasiale Empfehlung gehabt, bin dann auf der Realschule gelandet und dann irgendwann auf der Hauptschule. Und ich war dann in der 10. Klasse, wollte einen Realschulabschluss machen, da war ich 18. Ich habe mich dann schon zur Musterung gemeldet, weil ich gesagt habe, ich muss hier weg. Also die einzige Möglichkeit natürlich für einen jungen Mann war natürlich damals, wo es die Wehrpflicht noch gab, komm, dann zieht mich und geht's los. Und dann bin ich dann halt zur Marine, habe mich halt auch genommen. Und das war für mich halt so, da war alles geordnet. Alles, was zerrüttet war, da war es geordnet. Da haben sie mir gesagt, geh links, rechts, ja, leg dich hin, schlafen, Licht aus. Und also so eine Ersatzfamilie so ein bisschen? Ganz genau, ja. Und das war halt, äußere Ordnung bringt innere Ordnung. Und das war erstmal, um mich erstmal wieder selbst zu finden, um natürlich erstmal zur Ruhe zu kommen, war das natürlich hervorragend. Habe natürlich was gefunden. Ich habe Militär geliebt, muss ich dazu sagen, die Strukturen. Und bin dann halt auch sehr erfolgreich geworden, so dass mir dann empfohlen wurde, ich durch meine Leistungen, ich habe internationale Wettkämpfe gemacht. Und dann, als Kampfschwimmer auch? Nee, da habe ich mich dann beworben hin. Und aus über 1000 Leuten, die sich beworben haben, werden dann nur 50 genommen. Und ich wurde dann zugelassen für die Waffentaucher-Ausbildung. Und da war ich natürlich stolz und da habe ich meine ganze Energie reingesteckt. Da habe ich halt auch Extremsport gemacht. Also das liegt dann, ne? Also man hat ja auch mindestens 20 Kilometer gelaufen. Danach ist man 7-8 Kilometer mehr geschwommen. Zwischendurch 2000 Liegestütze etc. Das war an die Grenzen gehen. Es war eine Ersatzfamilie. Dann kam aber irgendwann ein Autounfall und eine schwere Verletzung und dann mussten sie raus. Richtig. Warum war das so ein einschneidendes Erlebnis? Ja, ich habe ja einmal meine Familie verloren in der Struktur, was sich eigentlich jedes Kind wünscht, eine heile Welt. Ne? Das wurde alles einmal zerbrochen. Und da, wo ich die neue Familie gefunden habe, weil es ja auch eine kleine Gruppe ist, die dort zusammengeschweißt agiert, familienähnlich. Und das wurde mir dann genommen halt. Ich habe beim Autounfall dreimal die Wirbelsäule gebrochen, bin eingeschlafen am Steuer am Weg zum Dienst.
Und Gott sei Dank wieder voll genesen. Das war halt ein bürokratischer Akt oder ein Verwaltungsakt, die gesagt haben, Mensch, ja gut, der ist genesen, der könnte wieder einsteigen, aber springt er jetzt nochmal aus dem Hubschrauber oder aus dem Flugzeug dann ist er wirklich querschnittgelähmt, dann müssten wir als Bundeswehr natürlich dann bis ans Lebensende, und ich war ja Anfang 20, also noch sehr jung, es wäre also sehr lange, wären sie zahlungsverpflichtet verpflichtet gewesen, und da hat man gesagt, nee, dann gehen Sie jetzt mal. Und das war das zweite Mal, dass mir jemand meine Familie irgendwo weggenommen hat. Ja, und das war dann für mich wieder völlig desorientiert. Ja, was macht denn jetzt jemand, der jetzt Schiffe sprengen kann und tauchen kann und mit Waffen umgehen kann und mal Kampfsport gemacht hat? Sie sind Türsteher geworden. Das war schnell übersprungen. So, ja, aber ja, wir müssen das ein bisschen komprimieren. Ja. Klar. Ich bin dann zurückgekommen in meine Stadt und klar, ich habe erstmal im Sicherheitsdienst natürlich irgendwo dann halt meine Berufung versucht zu finden. War natürlich nicht so ganz einfach, weil ich natürlich auch sehr enttäuscht war. Ich habe sehr viel Wut in mir getragen halt, weil für mich war der Staat plötzlich, der hat mich fallen lassen, hat mir keine Chance gegeben und habe das alles, meinen ganzen Zorn darauf projiziert eigentlich. Ne? Also Bundeswehr, Polizei, das war alles für mich ein Sums. Also möchte ich nichts mehr mit zu tun haben, weil so war. Habe natürlich dann halt irgendwann als Türsteher auch gearbeitet, habe in den Situationen, wenn es dann halt mal zu Sachen, Auseinandersetzungen kam oder Momenten, wo man halt eingreifen musste, natürlich dann wahrscheinlich überreagiert oft. Also Sie waren eher einer, der draufhaut? Genau, ich habe nicht viel gesprochen. Ich habe dann halt, ich war also kommunikativ dann halt nicht so auf der Höhe gewesen. Es gab dann eine Rocker-Gang, die Bones, die dann später mit den Hells Angels fusioniert sind. Die sind auf Sie aufmerksam geworden. Was hat Sie denn da dann angezogen? War das wieder so eine dritte Familie oder was ist das, was Sie da angesprochen hat? Ja, natürlich habe ich... Ich wurde eingeladen, auch mal vorbeizukommen und ich habe mir das natürlich angeschaut. Ich habe da natürlich halt, ja, muss ich wirklich sagen, ähnliche Strukturen vorgefunden wie beim Militär, so kann man sagen halt. Es war alles geordnet und es war eine Bruderschaft und eins muss ich wirklich sagen, diese Ehrlichkeit, die dort herrscht untereinander, die habe ich hier in dieser Gesellschaft, wo ich jetzt zurückgekommen bin, nie wieder gefunden. War Ihnen in dieser Zeit unter denen, die Sie da als enge Freunde bezeichnen, überhaupt klar, dass Sie was Unrechtes tun? Oder haben Sie sich wie im Vakuum gefühlt? Also grundsätzlich sage ich, ich bin für meine Taten selbst verantwortlich. Also mich hat keiner animiert oder sowas. Aber ich habe natürlich in einer Subkultur gelebt, wo ich natürlich halt auch an allem, was ich gemacht habe, ich habe auch sehr extrem immer gelebt, wo ich natürlich Anerkennung haben möchte. Dann wieder zurückzuführen, die Anerkennung von meinem Vater nie vollends gekriegt. Das ist einfach so. Das ist habe ich heute aber auch im Alter erst verstanden, wo das aber herrührt. Aber ich habe natürlich dieses Rechts- und Unrechtsempfinden, das war bei mir nicht mehr so vorhanden in dieser Phase, weil der Staat hat mich ja im Stich gelassen. Ja, also ich wurde fallen gelassen. Und ich habe dann in einer neuen Welt gelebt, wo es ganz klare Regeln gab und Gesetze gab, an die man sich gehalten hat. Ansonsten gab es dann halt eine Konsequenz halt, ne, für einen Fehltritt. Und das war halt, für mich war das diese Welt, ich habe gedacht, ich lebe da autark, ja, und bin justiziell dann irgendwie nicht zu belangen irgendwie. Also das ist, ich war halt in dem Moment, denke ich mal, nicht hundertprozentig klar für mich, ja, also, aber ich möchte nicht sagen, dass ich angeleitet wurde oder sonst irgendwie. Das ist meine Entscheidung gewesen, wie ich lebe. Das war eine Rebellion. So. 2002 war dieses Leben aber zu Ende. Da wurden Sie verhaftet. Ja. Und dann haben Sie in der Untersuchungshaft auch erfahren, dass die Polizei viel mehr wusste, als Sie dachten. Die wussten genau, was Sie auf dem Kerbholz hatten. Was hat das dann ausgelöst? Sind Sie da ins Nachdenken gekommen? Haben Sie da andere Gedanken über Recht und Unrecht langsam entwickelt in der Trennung von... Also nicht in der ersten Nacht. Okay, ja. Es hat schon ein bisschen gedauert. Dieser Prozess, der war wirklich langjährig. Natürlich war ich erstmal der gesagt hat, was wollt ihr von mir? Und mein Anwalt holt mich schon wieder raus. Und dann ruft man an und dann kommt der Top-Anwalt angeflogen. Und hat ja auch immer alles so funktioniert. Wieso Top-Anwalt? Bitte? Wieso Top-Anwalt? Erzähl mal. Ja, also wir konnten uns immer gute Anwälte leisten halt. So. Alles klar. Und deswegen, also es macht schon einen Unterschied, ob man einen Pflichtverteidiger hat oder ob man den, ja, natürlich den medial bekannten Anwalt hat. Auf jeden Fall war das dann halt, die Erkenntnis natürlich, also wo die erste Mal, ich bin ja gleich in Isolationshaft gekommen. Das war ja halt wegen Flucht und Verdunklungsgefahr. Der Umfang wurde uns ja gar nicht so bewusst, was die eigentlich wissen. Ne? Also ich wurde ja mit einem Spezialeinsatzkommando verhaftet, also richtig mit Blendgranaten und mit Sack über den Kopf und so wie man sie das im Film kennt.
Aber wenn Sie sagen, es war eine Ehrlichkeit da, wie Sie sie nie erlebt haben, was genau haben Sie denn dann begonnen zu hinterfragen? Ich habe in dieser Isolationshaft gesessen. Also es ist psychologisch erwiesen halt, dass nach einer Woche Isolationshaft das Kurzzeitgedächtnis aufhört zu arbeiten. Ja, also das heißt, man kann sich auf nichts mehr, man hat keine Impulse mehr. Man kann den Tag nicht manifestieren an irgendwelchen Momenten. Das ist eine Form von Folter, weiße Folter. Auf jeden Fall. Ist stark umstritten und es wird ja immer ganz... Umstritten ist nett, ja. Ja, ja, genau. Ja, es ist wirklich, relativ klar, ja. Bei mir wurde es halt angewandt, halt, um mich dann halt dann doch weich zu kochen, halt, ne, um was auszusagen. Also für mich war das eine ganz schlimme Zeit, aber heute sehe ich darin meine Wiedergeburt, weil ich habe da gesessen und dachte mir, ich höre auf, richtig klar zu denken, ich muss irgendwas tun. Und dann habe ich angefangen zu lesen. Das hat natürlich einen Nebeneffekt gehabt. Ich habe natürlich Politik, Philosophie, ich habe alles Mögliche reingeschlungen und hat sich natürlich meine Rhetorik verbessert. Natürlich mein Vokabular, mein Allgemeinwissen. Und ich habe plötzlich gemerkt, wie einfach das ist, wenn man ganz klar sagen kann, was man denkt, was man fühlt und was man will. Und das wirklich ganz klar deutlich machen kann, dann minimiert das auch die Möglichkeit auf eine Eskalation. Weil die meisten Eskalationen durch Missverständnisse entstehen. Ja, und in meiner Welt waren die auch sehr schnell da. Sie sind zu 9,5 Jahren verurteilt worden, sind dann nach 6,5 Jahren oder 6 Jahren? 6 Jahren, 10 Monate. 6 Jahren, 10 Monaten wegen guter Führung entlassen worden. Welche Rolle haben andere Personen, Ihre Frau und andere gespielt, dass Sie nicht wieder zurück sind, sondern stabil jetzt in einem anderen Leben sind? Ja, meine Frau auf jeden Fall. Also das, was ich heute mache, auch beruflich, wo ich mich verwirklicht habe, meine Vision habe, anderen Menschen zu helfen. Und damit haben wir auch viel Erfolg. Das habe ich eigentlich also wirklich zu einem ganz großen Teil meiner Frau zu verdanken, die auch, Gott sei Dank, die administrativen Sachen im Hintergrund macht, weil ich bin kein Freund vom Computer. Also ich bin immer froh, dass sie mir da hilft, wenn ich mal sage, ja, ich schicke dir eine E-Mail. Schatz, machst du das mal? Sie hat mich unterstützt, das alles. Und sie studiert sogar noch, macht das zweite Studium, soziale Arbeit, um das noch mehr zu fundieren, was wir machen. Und also das muss ich wirklich sagen, also meine Frau steht da ganz, ganz oben. Die kommt aus einer gut bürgerlichen Familie, auch natürlich so einen Typen wie mich anzuschleppen. Das war, der Vater hat vorher gesagt, ich will ihn hier gar nicht sehen. Wenn der dir irgendwas antut, was soll ich denn da machen als Vater? Ja? Und das waren natürlich auch begründete Vorurteile, die, oder nachvollziehbare Vorurteile, die man erstmal verstehen kann. Aber wir waren im ersten Mal da und seitdem sind wir beide so. Und das ist also eine ganz... tolle Entwicklung, die da entstanden ist und Momente halt, die ich hatte, auch von Menschen, die dann mir die Chance gelassen haben, mich neu zu zeigen halt. Ne? Und es ist ein langer Weg, wir komprimieren das so, wir reden hier über Jahre. Ne? Ja, Sie arbeiten ja heute auch als Anti-Gewalt-Trainer, machen Präventionsarbeit an Brennpunktschulen. Was geben Sie den jungen Leuten denn damit auf dem Weg? Also die vielleicht in der Tendenz da landen könnten, wo Sie partiell, also über einen Zeitraum gelandet sind. Naja, erstmal ist es wirklich so, das Problem ist so, der singende und tanzende Pädagoge ist langsam abgedroschen. Ja? Und die Jugendlichen und, oder auch unsere Gesellschaft... Gibt es die überhaupt noch? Ja, doch, die gibt es noch. Oh ja. Tanze deinen Namen. Ja, ist wirklich so. Aber das ist halt so, dass man heute den Jugendlichen auf Augenhöhe irgendwo begegnen muss. Und wenn ich an Brennpunktschulen bin und natürlich mit sozial Schwächeren zu tun habe oder aus Umfeldern kann, die auch nicht die Chance haben, irgendwo sich so zu entwickeln wie andere, dann bin ich natürlich eher derjenige, wo sie sich natürlich öffnen und auch die Brücke zulassen, die man denn da baut zu denen. Ich habe also eine ganz andere Präsenz, sage ich mal. Ja, und wirke wahrscheinlich auch ganz anders. Und dieses Zeitfenster nutze ich auch, um schnell eine Nähe aufzubauen. Brauchen wir Leute, die diese Erfahrung weitergeben? Ist das gut für die Gesellschaft, dann die einzubinden? Vor allem Leute wie Ante Lorenzo, der eben nicht sich hinhockt und bei den anderen Schuld sucht. Auch nicht bei den Hells Angels, sondern... Dann wird er auch nicht hier hocken. Ja, hier hocken. Die ganze Runde, es waren alles Menschen, die eine Leidenschaft haben, die sie auch im Griff haben. Also am wenigsten, am gefährlichsten lebt Kollege Altmann natürlich. Ja. Bei dem brennt gelegentlich das Bett. Alle anderen haben im Griff, was sie... Aber also, wer hier sitzt, handelt so. Der schiebt nicht das, was passiert, an andere ab, sondern er fühlt sich verantwortlich für das. Was... Dann binden wir Sie noch mit ein zum Schluss. Haben Sie als Experte auch wilde Anteile in sich? Naja, also das Wildeste an mir ist... Achtung. ...meine wilde Ehe. Und das Gefährlichste, ich habe einen sehr gefährlich aussehenden Hund, der allerdings sehr harmlos ist. Ansonsten ist natürlich ein deutscher Professor etwas Gegenteil von wild und gefährlich, muss man einfach sehen.
Jeder von Ihnen zu Hause kann jetzt auf jeden Fall entscheiden, wie viel Wildes er in seinem Leben zulässt. Wir sehen uns wieder in einer Woche in Ihrem Nachtcafé für heute. Vielen Dank an alle Gäste hier in der Runde. Tschüss und bis bald. Dankeschön.